Ja, einen wunderschönen guten Morgen hier von unserer Seite von Auxalia. Mein Name ist Robert Hiebler. Ich führe Sie heute so ein Stück weit durchs Programm. Vielleicht ganz kurz zu meinen Aufgaben hier bei der Auxalia. Ich bin Vertriebsleiter für die Auxalia und natürlich auch noch gerne für den einen oder anderen Kunden soweit zuständig. Parallel würde ich vielleicht schon mal ganz kurz uns nochmal die Themen, genau, danke Claudia, die Agenda nochmal ganz kurz zu Gemüte führen, beziehungsweise natürlich dann auch die Kollegen und Kolleginnen, die hier uns durch die Agenda führen. Beginnen wird meine Kollegin, die Claudia Hinrichs, mit dem Bericht oder ich sage mal mit dem Thema, das Herzstück Ihrer Datenwelt zum Thema Autodesk Docs. Danach switchen wir rüber zum Marcel Wolf, zu meinem Kollegen. Er zeigt Ihnen dann die Welt mit dem Collaborate Pro, also in dem Fall dann das Zusammenspiel auch mit Revit in der Cloud. Um 10 Uhr freue ich mich auch, eine Kollegin oder eine ehemalige Kollegin wiederzusehen, die Stefanie Hörndler von der Firma Autodesk. Sie wird uns die optimierten Workflows und Datenintegration mit ACC zeigen. Und dann freue ich mich auch sehr, von einem Anwenderbericht von der Firma Zech, an der Stelle von der Zech Integralen Planung. Da wird uns der Philipp Poppe, der Robert Beck und der Alexander Marcano von der Planung bis Umsetzung ein bisschen die Einblicke aus der Praxis näher bringen bzw. zeigen. Zum Schluss raus haben wir dann praktisch noch den Roundtable. Da würden wir Sie dann vielleicht auch noch darauf aufmerksam machen, dass Sie vielleicht die Fragen bis zum Schluss aufheben und uns dann an dieser Stelle mit Ihren Fragen oder mit Ihren hoffentlich vielen Fragen dann auch beglücken. Wunderbar. Jetzt vielleicht noch zunächst zwei, drei Worte zu uns selber. Ich glaube, der ein oder andere kennt uns schon. Also wir sind einer der größten Autodesk-Partner, wenn es um das und wenn es um den Bereich geht, ich sage es mal AEC, also Bauen oder Software für das Bauwesen. Wir haben über 35 Jahre Erfahrung. Ja, ich brauche, glaube ich, die ganzen Zahlen nicht ablesen. Wir sind in Deutschland, Österreich, Schweiz und mittlerweile auch in den Niederlanden tätig und sind zusätzlich eben auch noch Autodesk Elitepartner. Das heißt also, haben hier zusätzlich noch weitere Funktionalitäten für die Construction Cloud. Wie eingangs schon gesagt, wäre super, wenn Sie an dieser Stelle vielleicht dann die Fragen und Antworten dann später im Chat oder vielleicht parallel auch schon im Chat starten. Wir versuchen diese natürlich dann auch so schnell wie möglich zu beantworten, respektive natürlich dann auch am Ende der Präsentation, wo wir in einem Roundtable dann uns nochmal um Ihre Fragen kümmern werden. So, und dann würde ich sagen, wünsche ich Ihnen schon mal viel Spaß heute am 24. Oktober. Was hat dieses Datum zu bedeuten? Wir sind 2 Monate vor Weihnachten. Naja, vielleicht wollen Sie Ihr Büro ja noch mal beglücken mit einem Weihnachtsgeschenk und schauen mal, was die ACC da an der Stelle so für Sie bringt. Dann würde ich jetzt überleiten zu meiner Kollegin, der Claudia Hinrichs, und wünsche schon mal viel Spaß. So, ich begrüße Sie ganz herzlich auch zu meinem Vortrag zum Thema Autodesk Docs, das Herzstück Ihrer Datenwelt. Und ich würde mich einmal ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Claudia Hinrichs. Ich bin schon seit 15 Jahren bei der Auxalia tätig. Ich war vorher 5 Jahre als Architektin tätig. Und ja, bin da in dem Bereich damals mit Revit angefangen, habe 15 Jahre Revit-Erfahrung, bin schon seit 2016 mit dem Thema cloudbasierten Arbeiten mit Autodesk-Lösungen beschäftigt und freue mich, Ihnen da heute ein bisschen was zu zeigen zu können.
Warum Auto des Docs, das Herzstück Ihrer Datenwelt? Ja, weil das Auto des Docs Einfluss auf alle Bereiche Ihres Bauprojektes hat. Es ist ein Common Data Environment mit diversen Workflows und Funktionen, um auch in Ihren Bauprojekten effizienter und besser zusammenarbeiten und zu koordinieren. Es ist möglich, andere ACC-Module für alle Bauphasen von der ersten Planung bis zur Bauausführung anbinden zu können. Sie haben die Möglichkeit, alle Projektbeteiligten zusammenzubringen und mit allen Projektbeteiligten zu kommunizieren. Und auf diese ganzen Themen möchte ich jetzt ein bisschen genauer eingehen. Meine Agenda sieht so aus, dass ich Ihnen als erstes mal zeigen möchte, dass die Docs die Zentrale der Autodesk Construction Cloud ist, dass Docs wirklich eine CDE in Bauprojekten darstellt, aber gleichzeitig auch als Basis für die Zusammenarbeit und Koordination dient. Das ist ja ein großer Unterschied zu vielen anderen CDEs auf dem Markt. Und dass das Auto des Docs auch als Basis für die Baustelle genutzt werden kann und dann natürlich entsprechend mit anderen Modulen noch weiter genutzt werden kann. Und zum Schluss bekommen Sie dann noch ein kleines Fazit von mir. Genau, jetzt zum Thema. Docs ist die Zentrale der Construction Cloud. Und dadurch, dass es die Zentrale ist, ist ein großer Vorteil, dass es auch kostenlos in der AC Collection enthalten ist. Natürlich können Sie auch weitere Lizenzen dazu erwerben für alle, die keine AC Collection einsetzen. Und Sie können das Ganze natürlich auch aufstocken, indem Sie quasi höherwertige Lizenzen wie das BIM Collaborate Pro und Ähnliches erwerben. Da komme ich später nochmal zu. Aber das Docs selber bietet schon zahlreiche Funktionen, um wirklich die Basis, das Herzstück zu bilden. Als Basis ist es alleine ausreichend für Bauherren, zum Beispiel normale Projektmitarbeiter, die weder Modelle koordinieren noch managen müssen, als Basis für alle anderen Planer ergänzend zu weiteren Modulen. Und ich sage immer gerne, kein ACC-Projekt ohne das Docs, genauso wie Sie keine Dateiablage ohne einen Server oder ohne einen lokalen Rechner herbekommen. Ja, die Welt der Autodesk Construction Cloud. Logischerweise sagt der Name schon, es ist eine cloudbasierte Plattform. Sie können hier Datenablage und Workflows für alle im Projekt Beteiligten abwickeln und das Ganze ist in verschiedenen Ausprägungen nutzbar. Das heißt, für jede BIM-Rolle ist was Passendes dabei. Und an diesem Bild kann man sehr schön erkennen, dass das Autodesk Docs wirklich das Herzstück bildet. Man sieht, das Docs gehört zu allen Modulen entsprechend dazu, ist die CDE Ihres Bauprojekts und hat auch die Möglichkeit, mit Reports und Auswertungen zu arbeiten. Der Vorteil von Autodesk Docs ist, dass Sie von hier aus direkt auch in andere Module navigieren können. Da werde ich später noch mal genauer drauf eingehen. Das heißt, Sie können mit der Docs als Basis arbeiten, aber gleichzeitig auch mit anderen ACC-Modulen quasi zusammenspielen. Ja, das Docs bietet sehr viele Funktionen und Möglichkeiten, die beweisen, dass es eine echte CDE ist, die mit der man in Bauprojekten verwalten, veranschaulichen, zusammenarbeiten, koordinieren und kommunizieren kann. Und auf einige dieser Funktionen möchte ich jetzt im Verlauf zu sprechen kommen. Ja, das soll also eine kleine Übersicht sein, aber mit allen Funktionen können wir uns heute nicht beschäftigen, aber mit den meisten Funktionen. Ja, das heißt, das Thema jetzt erstmal Autodesk Docs als CDE in Bauprojekten. Ja, Sie können in Docs schnell und einfach komplexe Projektstrukturen Ihrer CDE erstellen, das heißt Ordnerstrukturen erstellen, als Vorlagen speichern, wiederverwenden, Dateien hochladen und für alle Projektbeteiligten verfügbar machen. Auch, wie ich es vorhin schon sagte, für die Nicht-Software-User, also für diejenigen, die jetzt im Bauprojekt vielleicht nicht mit einem AutoCAD, mit einem Revit oder Ähnliches arbeiten. Mithilfe der Rechtevergabe können Sie, ohne eine komplexe IT-Struktur aufsetzen zu müssen, sehr komplexe Zugriffsrechte organisieren, die Sie nach Mitglied, Rolle oder Firma organisieren können, die Sie Ordner- und Unterordnerbezogen einstellen können. Dafür gibt es verschiedenste Berechtigungsebenen. Und was eine CDE ja auch auszeichnet, ist die Vielfalt an möglichen Datenformaten. Dieses ist in der ACC, in der Ablage des Autodesk Docs gegeben.
Es sind alle für Bauprojekte gängigen Datenformate kompatibel. Ja, ich habe hier mal ein paar aufgelistet. Sie können sogar auch mit Office-Dokumenten arbeiten. Sie haben die Möglichkeit, Office-Dokumente anzuzeigen und eine Anbindung an Office 365, PDFs, DWGs, IFCs, Revit-Modelle, Fotos, Videos. Und natürlich viele weitere Formate, die ich jetzt hier nicht alle nennen kann, aber ich denke, dass Sie Ihre gängigen Formate da wiederfinden. Genau, da sehen Sie es nochmal mit der Office-Anbindung. Das heißt, Sie haben ja auch tatsächlich die Möglichkeit, dann Office-Dokumente zu öffnen, zu bearbeiten und weiter zu verwenden. Genau, die ACC ist außerdem eine offene Plattform, die sich auch mit anderen Cloud-Produkten zusammenbringen lässt, was ja auch der Anspruch einer Datenplattform heutzutage sein sollte. Da wird Ihnen vermutlich die Frau Hörtner von Autodesk nachher noch ein bisschen mehr zu erzählen können. Das Thema Daten und Attributierung. Ich möchte jetzt auf ein paar Detailfunktionen auch eingehen, weil wir wollen ja, ich will Ihnen ja zeigen, dass es wirklich eine CDE ist, ja, spielen natürlich in CDEs eine große Rolle und in der ACC ist eine Attributierung von Dateien möglich. Die Attribute lassen sich frei konfigurieren, das heißt, Sie können selber festlegen, welche Attribute Ihre Dateien haben sollen, die selber benennen, festlegen, ob die Attribute eingetragen werden sollen, ob es eine Dropdown-Liste sein sollen. Sie können die Attribute später an Ihre Datei als Eigenschaft anhängen. Sie können die Attribute für eine Einbindung in die Namenskonvention, in den sogenannten Benennungsstandard ergänzen. Und Sie haben dann auch die Möglichkeit, diese Attribute entsprechend mit abzubilden. Das heißt, es ist auch möglich, die Spaltenanzeige so zu verändern, dass die Attribute mit sichtbar sind. Sie können nach Eigenschaften in Dateien suchen. Auch das ist ja innerhalb der CDE eine wichtige Funktion, dass man Dateien schnell und einfach wiederfindet. Das heißt, man kann nach Suchbegriffen suchen, man kann Suchoperatoren benutzen, man kann Dateien filtern mit verschiedenen Filtermöglichkeiten. Ja, das habe ich jetzt eben schon vorweggegriffen. Und ganz zentral wichtig für die Datenwelt ist natürlich die Vorgabe und Einhaltung von Namenskonventionen. Deshalb lassen sich in der ACC Namenskonventionen konfigurieren und als Benennungsstandard für das gesamte Projekt oder aber für bestimmte Ordner einrichten. Ja, und Sie haben inzwischen auch die Möglichkeit, mehrere Namenskonventionen für verschiedene Ordner in einem Projekt zu nutzen. Sie können die Namenskonvention ohne Vorlage mit einer Excel-Datei quasi das vorkonfigurieren oder aus der ISO 19650 Vorlage erstellen. Und ganz besonders wichtig, wenn die Daten hochgeladen werden, dann können sie quasi nachbenannt werden, in Anführungsstrichen, wenn die Dateien also der Namenskonvention nicht entsprechen, dann werden sie nicht einfach nicht hochgeladen, sondern landen in einem sogenannten Haltebereich und können dort umbenannt werden. Ja, in der Namenskonvention können sie Hauptattribute für die Namenskonvention definieren, das heißt Attribute, die sich auch wirklich im Dateinamen wiederfinden. Sie können weitere zugehörige Attribute definieren, die quasi an der Datei angehängt sind, in Spalten mit abgebildet werden, aber sich im Dateinamen nicht wiederfinden. Auch diese lassen sich beim Hochladen dann an die Datei anhängen. Ja, und die ganzen Attributdetails können Sie inhaltlich anpassen. Das heißt, Sie sind da wirklich sehr flexibel, sich Ihren Projekten und auch den Vorgaben, die Sie für die Projekte entsprechend in AIA und BAP bekommen, anpassen. Ja, wie ich schon sagte, gibt es einen entsprechenden Haltebereich, wo die Dateien landen und umbenannt werden können, wenn sie der Konvention nicht entsprechen. Ja, das nächste Thema und weiter wichtiger Faktor für eine CDE ist natürlich das Thema Freigabe-Workflows. Das können Sie auch in der ACC umsetzen. Das heißt, Dokumente, die geprüft werden müssen, bevor Sie in einen nächsten Schritt gehen. Ja, zum Beispiel, wenn Sie Dokumente haben, die von der Planung auf die Baustelle gehen sollen. Ja, der Prüfer, der Initiator quasi, der das einleitet, wählt Dokumente aus, wählt einen Genehmigungsprozess aus, der vorkonfiguriert ist. Auch hier können Sie eigene Prozesse selber erstellen, leitet die Überprüfung ein,
kann auswählen, wer überprüft, wie viele Prüfer es gibt, ob sie mit mehreren zur gleichen Zeit oder nacheinander prüfen. Die Überprüfung wird gestartet, die Dokumente werden geprüft, sie können freigegeben oder abgelehnt werden und letztendlich muss ein Genehmigender das Ganze entkontrollieren, überprüfen, den Status auswählen, also ist genehmigt oder ist abgelehnt oder ist genehmigt mit den entsprechenden Kommentaren. Und dann können die Dokumente zum Beispiel zum Abschluss auch in einen anderen Ordnerbereich kopiert werden, also von der Planung zum Beispiel freigegebene Dokumente in den Baustellenordner kopiert werden oder aber Dokumente, die vielleicht in einen Bauantrag gegangen sind, sollen archiviert werden, damit der Stand des Bauantrages für immer gespeichert ist, können dann die Dokumente einfach in ein Archiv kopiert werden. So, jetzt bin ich einen Schritt zurückgegangen. Das wollte ich nicht. Hier sieht man nochmal, wie der Prüfworkflow abläuft, dass man die Dokumente in Überprüfung schickt, dass man auswählt, wer sie zu überprüfen hat. Genau. Auch eine wichtige Funktion natürlich für eine CDE, dass es eine Anbindung gibt, um mit bekannten Systemen zu arbeiten, in diesem Fall der Windows Explorer. Ja, das heißt, die ACC ermöglicht es mit dem sogenannten Desktop-Connector auch über den Windows Explorer auf die Projekte zuzugreifen, hierüber Dateien zu öffnen oder auch Dateien dort reinzukopieren. Entsprechend die Dateien werden nicht alle auf ihren PC synchronisiert, sondern es ist quasi eine Spiegelung, was für Dateien in der Cloud vorhanden sind. Wenn Sie diese Dateien darüber öffnen, werden sie natürlich in dem Moment heruntergeladen. Sie können sie verändern und wiederum speichern. Wichtig ist, wenn Sie mit Revit arbeiten, da gibt es einen anderen Workflow. Da kommen wir später noch zu. Da wird Herr Wolf Ihnen sicherlich auch noch ein bisschen mehr zu erzählen. Ja, aber mit allen sonstigen Dokumenten, auch mit Referenzen in Revit, können Sie den Desktop-Connector einsetzen. Und dann gibt es im Docs auch noch ein sogenanntes Insight, ein Projekt-Dashboard, mit dem Sie sich immer einen Überblick innerhalb Ihrer CDE über Ihre Projekte entsprechend verschaffen können. Ja, jetzt würde ich zu dem nächsten Thema kommen, nämlich Autodesk Docs als Plattform für die Zusammenarbeit und Koordination. Ja, das Docs ist eben nicht nur eine Datenablage oder eine Standard-CDE, sondern Sie haben hiermit wirklich die Möglichkeit, im Bauprojekt besser mit allen Projektbeteiligten zusammenzuarbeiten, sich auszutauschen und zu koordinieren. Und da stellt Docs halt die Basis dar, wenn man mit dem BIM Collaborate Pro arbeitet und dadurch andere Module wie das Revit Cloud Worksharing, Design Collaboration oder Model Coordination nutzt. Alles Module, wo mein Kollege nachher genauer drauf eingehen wird. Ja, das Zusammenspiel mit und der Mehrwert für Docs sieht so aus, dass dank dem Modell-Upload auf die Construction Cloud alle davon profitieren in Autodesk Docs durch die Viewer-Nutzung. Ja, das heißt, wenn ein Kollege, der im Revit arbeitet, ein Modell hochlädt, das in Docs hochlädt, dann profitieren auch diejenigen, die das Docs einsetzen und kein BIM Collaborate Pro nutzen, indem sie das Modell im Viewer angucken können, daran kommunizieren können und auch eine Koordination möglich ist. Hier ein kurzer Einblick schon mal. Ja, das heißt, die Revit-User können mit Hilfe des Cloud-Worksharing besser und auch standortübergreifend problemlos zusammenarbeiten, da die Modelle jetzt nicht mehr auf einem eigenen Server, sondern zentral im Autodesk Docs in der Autodesk Construction Cloud liegen und standortübergreifend zusammengearbeitet werden kann. Mit den Veröffentlichungseinstellungen, das ist quasi ein digitaler Plansatz. Das heißt, früher haben Sie einen Plansatz erstellt, welche Dateien sollen gedruckt werden. Jetzt erstellen Sie einen digitalen Plansatz, welche Ansichten, welche Schnitte, welche 3D-Ansichten sollen in die ACC veröffentlicht werden, um im Viewer sichtbar zu sein. Dann publizieren Sie das Ganze in die Autodesk Construction Cloud und dann können Sie im Autodesk Docs im Viewer diese Modelle anzeigen. Ja, dann haben Sie im Design Collaboration Modul eine übersichtliche Timeline, aber wie gesagt, da wird mein Kollege sicherlich nachher noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Ja, der Viewer ist das Herzstück der Zusammenarbeit, der Kommunikation und Koordination in der ACC. Ja, der ermöglicht es und der Viewer ist halt nicht nur für 3D-Modelle, Sie sehen es hier, sondern auch natürlich für 2D-Daten, das heißt DWGs, PDFs und Ähnliches verfügbar.
Sie können damit browserbasiert und mobil arbeiten. Das heißt, auch auf Ihrem mobilen Gerät können Sie entsprechend die Daten abrufen und zum Beispiel dann, da komme ich gleich nochmal zu, oder da werden vielleicht die Herrin von Zech nachher was zu erzählen, auch auf der Baustelle weiter nutzen. Jetzt habe ich nochmal einen kleinen Einblick in den Viewer beziehungsweise einen kleinen Einblick in die ACC. Ja, ich öffne jetzt einmal meinen Planungsordner. Ja, Sie sehen jetzt hier auch einmal nochmal das mit den Berechtigungseinstellungen. Ja, dass ich also hier Berechtigung vergeben kann, welche Personen, welche Rollen im Projekt dürfen was sehen. Ich gehe jetzt einmal in meinen Revit-Ordner und öffne einmal das Revit-Modell, das dort in der Version 19 liegt. Das heißt, Sie sehen auch, dass wir einen Versionsverlauf haben. Den können wir auch nutzen, um Versionen miteinander zu vergleichen. Ja, Sie sehen hier die ganzen Pins, die dort abgebildet sind. Das sind die Aufgaben. Da komme ich gleich auch nochmal zu. Ja, das heißt, ich kann hier schnell und einfach in das Modell reingucken und ohne, dass ich jetzt eine Software nutzen muss, kann ich mir einen Überblick über das Modell verschaffen, Schnittebenen generieren, verschiedene Kategorien ein- bzw. ausblenden. Ja, jetzt möchte ich mir mal nur Wände, Fenster, Türen angucken. Dann kann ich schnell wieder alle Objekte anzeigen. Und sehr schön, ich kann eine digitale Baubegehung machen durch mein Modell. Ich kann hier auch, das ist jetzt hier ein reines Architekturmodell, ich kann hier auch, wenn alle Revit-Modelle in der ACC liegen, mir die Modelle zusammen anzeigen oder aber wenn ich IFC-Modelle habe und mit dem Model Coordination arbeite, wie gesagt, das ist Thema von nachher, aber ich will es jetzt kurz erwähnen, dann kann ich auch IFC-Modelle zusammen anzeigen. Genau, Sie sehen hier, das sind die Veröffentlichungseinstellungen. Ich habe eingestellt, was ich in der ACC alles für Ansichten verfügbar haben möchte. Das kann ich also in Revit beeinflussen. Es wird also nicht jegliche Ansicht, die ich in Revit erstellt habe, mit hochgeladen. Ich kann Messfunktionen nutzen. Ich kann mir also in der ACC wirklich einen sehr guten Überblick verschaffen. Ich kann einen Versionsvergleich machen. Ja, ich kann also gucken, was hat sich in meinem Projekt seit dem letzten Stand verändert. Ich gucke mir das Ganze jetzt hier mal in 2D an, damit Sie auch sehen, wir machen nicht immer alles in 3D. Das ist natürlich in 3D auch wunderbar nachvollziehbar, aber hier können Sie sehen, genauso auch in 2D. Ich sehe, was entfernt wurde, was wurde geändert, was wurde hinzugefügt. Ja, das heißt, die Probleme, die man sonst hat, wenn man weiß, es wurde was geändert, aber man weiß nicht genau, was wurde vielleicht von einer anderen Disziplin geändert und die Änderungswolken und die Kommentare sind nicht so aussagekräftig. Das können Sie hiermit dann umgehen, indem Sie da einen viel besseren Überblick haben. Genau. Sie haben eben schon gesehen, es gibt eine Versionierung. Das heißt, ein großer Vorteil der cloudbasierten Arbeit ist natürlich auch die Möglichkeit der Datenhistorie und Wiederherstellung von Daten und den Versionsverlauf und die Möglichkeit des Versionsvergleichs. Sie haben eben in dem Viewer schon gesehen, die ganzen verschiedenen Pins. Das sind die sogenannten Aufgaben. Sie können zur Kommunikation in den Projekten die Aufgaben nutzen. Für die verschiedenen Anwendungsfälle lassen sich Aufgabentypen frei konfigurieren. Also für zum Beispiel den Anwendungsfall Planung möchte man über offene Aufgaben über Änderungswünsche und Ähnliches kommunizieren, kann man sich Aufgabentypen für anlegen. Für den Anwendungsfall des Baustellenmanagements kann man sich Aufgabentypen fürs Mängelmanagement anlegen. Sie können individuelle Attribute für die Aufgaben definieren. Die können Sie auch verschiedenen Aufgabentypen hinzufügen. Das heißt, in der Planung haben Sie vielleicht andere Attribute als im Baustellenmanagement. Sie haben die Möglichkeit, Fotos und Anhänge hinzuzufügen, das Ganze nachzuverfolgen und mit Berichten später auszuwerten. Hier auch nochmal ein kleiner Einblick in das Thema Aufgabenmanagement. Ja, wie erstelle ich eine Aufgabe, in diesem Fall eine Änderungsanforderung in der Planung? Ich wähle also diesen Typen, den ich natürlich vorkonfiguriert habe, aus. Ich gebe einen Titel für die Aufgabe ein, gebe eine Info dafür ein, jetzt einmal in den Titel. Man kann auch noch eine genauere Beschreibung eingeben. Ich
weise diese Aufgabe einer Person oder einer Rolle zu. Ich kann ein Fälligkeitsdatum zum Beispiel festlegen. Ja, Sie sehen, hier ist eine Platzierung hinterlegt und hier kann ich jetzt zum Beispiel auch noch eine Markierung in der Aufgabe ergänzen. Das heißt, wenn mir das jetzt nicht reicht, dass der PIN da sitzt und ich vielleicht noch genauere Infos dazufügen möchte, was ich meine, in diesem Fall habe ich eine kleine Skizze gemacht, was damit gemeint ist, dann kann ich das in der Aufgabe zusätzlich hinterlegen. Jetzt sieht man hier eine Übersicht der Aufgaben. Ja, das heißt, Sie können die Aufgaben nicht nur innerhalb der Pläne und Modelle abrufen, sondern auch in der Gesamtübersicht. Jeder sieht natürlich nur die Aufgaben, die er zugewiesen bekommen hat oder die er erstellt hat. Ein Projektadministrator sieht natürlich alle Aufgaben, denn er ist ja auch dafür verantwortlich, dann auch dafür zu sorgen, dass die Aufgaben erledigt werden. Das heißt, er kann dann auch Aufgaben filtern, die vielleicht übers Fälligkeitsdatum hinausgehen. Er kann Berichte dazu erstellen und die Berichte weiterleiten an die erforderlichen Personen. Genau, dann haben wir auch noch das Model Coordination, das dann auch eine Koordination mit Modellen, die in Autodesk DOS liegen, möglich macht. Wie gesagt, das ist Thema von meinem Kollegen, aber ich möchte Ihnen zeigen, dass es auch einen Vorteil für Docs bietet, indem Sie zusammengeführte Ansichten dann damit auch in Docs bereitstellen können. Ja, deswegen habe ich hier auch nochmal ein kleines Video vorbereitet. Ja, ich wechsle jetzt einmal ins Model Coordination. Ich kann also hier Modellansichten erstellen. Ich kann Modelle zusammenführen und dann diese Ansicht speichern und diese Ansicht für Docs-User bereitstellen. Das heißt, auch diejenigen, die dann nicht mit dem Model Coordination arbeiten können, dann entsprechend von dieser Ansicht auch profitieren. Ja, ich habe jetzt hier auch mal bewusst IFCs genommen, damit Sie auch mal sehen, wir haben nicht nur immer Revit-Modelle. Ich habe hier also ein Architektur- und ein TGA-Modell zusammengeführt. Jetzt sehen Sie auch, dass ich da eine Clash Detection mitmachen kann, dass ich daraus Aufgaben erstellen kann. Und ganz zum Schluss werde ich gleich noch kurz zeigen, dass ich dann auch eine Ansicht daraus speichern kann und diese in Docs verfügbar ist. Genau, Sie sehen jetzt diese Ansicht, die ich hier gerade erstellt habe aus den beiden Modellen, die speichere ich jetzt einmal, mache sie öffentlich, sodass auch andere User zugreifen können innerhalb des Model Coordinations. Dann rufe ich die Ansicht gleich einmal ab. Hier sehen Sie nochmal die Übersicht der Clashes aus dem Model Coordination. Jetzt rufe ich die Ansicht einmal ab und die möchte ich in Docs speichern. Da wähle ich mir einen entsprechenden Ordner für aus. Ist meine Koordination. Dort speichere ich meine Koordinationsansichten, sodass dort alle, egal welche Lizenz Sie in der ACC besitzen, auch zugreifen können, wenn Sie natürlich eine Berechtigung auf den entsprechenden Ordner am Docs haben. Das ist natürlich dann immer die Voraussetzung. Ja, jetzt sehen Sie hier in dem Ordner der Planung Architektur Koordination einmal diese Ansicht, IFC Architektur und TGA. Und das sind jetzt zwei IFC-Modelle, die vom Koordinator und Model Coordination zusammengeführt wurden. Und jetzt kann auch jeder Docs-User entsprechend auf diese Gesamtansicht zugreifen und sich da einen Eindruck verschaffen. Genau, dann haben wir noch das Transfer-Tool, das es ermöglicht, die ACC, also verschiedene ACC-CDEs quasi verschiedener Firmen zusammenzubringen und für ein gemeinsames Projekt Daten auszutauschen. Das heißt, wenn Sie Ihr eigenes ACC-Projekt haben wollen, aus verschiedenen Gründen, weil Sie selber die Kontrolle haben wollen und der andere Projektbeteiligte hat auch sein ACC-Projekt, dann können Sie sich aus verschiedenen Ordnern Dateien transferieren, um in gewissen Bereichen dann auch zusammenarbeiten zu können.
Autodesk Docs als Basis für die Baustelle, das soll jetzt mein Abschluss sein. Da möchte ich noch kurz erwähnen, dass das Docs innerhalb der ACC natürlich auch Basis für das Autodesk Bild und damit als Basis für die Lösung auf der Baustelle dient. Ja, das Autodesk Bild ist innerhalb der ACC die Lösung für den Baustellenbetrieb und für das Projektmanagement. Und die Grundlage für das Autodesk Bild bildet natürlich wiederum das Autodesk Docs. Ja, das heißt, Sie müssen nicht alle Daten irgendwie irgendwann neu hochladen, Modelle neu hochladen, Pläne neu hochladen auf eine andere Plattform, sondern Sie können einfach das, was Sie schon innerhalb der Plattform haben, für die Baustelle weiter nutzen. Und wie ich vorhin schon sagte, Sie können auch zum Beispiel aus der Planung Daten in einen Prüfprozess schicken und dann in einen Ordner für die Baustelle kopieren. Sie müssen also nicht den auf der Baustelle Zugriff auf Ihren Planungsordner zum Beispiel geben. Ja, das heißt, Sie können Ihr BIM-Modell, die im Projekt erzeugten Pläne im Docs auf der Baustelle weiter nutzen und Sie haben einen mobilen Zugriff auf Daten, Modelle und Pläne. Sie können ein mobiles Aufgabenmanagement durchführen. Sie können mit Checklisten, Bautagebuch, Fotogalerie und vielen weiteren Funktionen arbeiten. Ja, jetzt bin ich fertig mit meinem Vortrag und zum Abschluss sieht mein Fazit eigentlich so aus wie das, was ich zum Anfang gesagt habe. Ich hoffe, dass Sie sich das jetzt nochmal anschauen und bestätigen können, dass das, was ich Ihnen gezeigt habe, was hier aufgelistet ist, auch alles der Wirklichkeit entspricht und das Autodesk Docs wirklich das Herzstück Ihrer Datenwelt darstellt. Dann möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und würde meinen Vortrag jetzt beenden und an meinen Kollegen, den Herrn Wolf, übergeben. Ja, danke, Claudia. Dann auch erstmal nochmal ein Hallo von mir. Ich bringe dann natürlich dann jetzt mal meine Inhalte auf den Bildschirm. So, genau. Auf meiner Seite soll es jetzt mal ein bisschen um die praktische Darstellung der Koordinationsaufgaben gehen. Teile hat Claudia eben schon erwähnt. Ich werde das jetzt hier ein bisschen praktischer auch tatsächlich nachher in der Plattform ein wenig zeigen. Kurz natürlich erstmal, damit Sie auch wissen, wer hier zu Ihnen spricht. Mein Name ist Marcel Wolf und ich bin BIM-Consultant hier bei Auxalia, jetzt schon seit 2018. Betreue hier die Schulungen, Support und Consulting. Vor allem im Bereich eben Revit, Autodesk Construction Cloud und Navisworks und komme ursprünglich aus der TGA-Planung aus dem Handwerksbetrieb und habe da den technischen Zeichner gelernt und mache dort, beziehungsweise habe dort Entwurfs- bis Montageplanung gemacht. Und dann bin ich dann eben 2018 zu Auxalia gewechselt, um dann mich damals gezielt weiter mit Revit zu beschäftigen. Inzwischen ist das Thema aber eben größer. Es geht nicht mehr nur um einzelne Produkte und das soll auch so mein Start sein für das Ganze. Und zwar geht es mir nämlich hier für meinen Vortrag um das richtige Mindset, was ist dafür nötig und dann eben, welche Möglichkeiten habe ich damit. Wenn wir über die Zusammenarbeit jetzt in der Cloud sprechen, dann müssen wir vielleicht ein paar gedankliche Barrieren auch mal einreißen. Und zwar greift nämlich alles ineinander. Nicht nur was die Produkte angeht, auch die Informationen, die wir für das Bauprojekt brauchen. Und wo diese herkommen. Und das heißt, wir müssen das gut organisiert haben. Wir müssen das alles im Prozess denken, ne, wie es hier so schön steht. Und das ist eben genau der Punkt. Wir denken im Prozess, nicht im einzelnen Produkt. Wir erleben das leider immer wieder, dass dann sehr über Einzelprodukte gesprochen wird, statt zu schauen, wie greift das eigentlich mit anderen Produkten auch wieder ineinander, um dann eben effizient zu arbeiten. Und mein letzter Punkt zum Thema Mindset hier ist eben, effizient ist nicht gleich Perfektion. Wir versuchen gerne, Perfektion zu erreichen und das ist immer sehr lobenswert, wenn wir das wollen, realistisch das umzusetzen, einen komplett perfekten Ablauf zu schaffen, ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Wir werden immer Hürden haben und deshalb ist es vor allem wichtig, immer zu schauen, wie erreiche ich das bestmögliche Ergebnis und nicht, wie erreiche ich das perfekte Ergebnis, wodurch dann viel Diskussion passiert, viel Zeit ins Land geht, wo wir über Dinge diskutieren, die uns in dem Moment gar nicht weiterbringen, weil wir sie nicht umsetzen können. Deshalb eben immer wichtig, wir wollen effizient sein, vor allem. Und Perfektion ist wünschenswert, aber meistens eben nicht umsetzbar. Und deshalb, dass wir da diesen Punkt nicht vergessen.
Und wenn wir das jetzt auf die Produkte übertragen, in dem Fall jetzt mal auf Revit, Autodesk Construction Cloud und Navisworks jetzt hier, das ist so meine Zusammenarbeit, die ich jetzt hier ein bisschen demonstrieren will, dann ist es eben genau der Punkt, oft stehen da die Wände dazwischen und dann wird einfach nur auf das einzelne Produkt geschaut, was kann dieses Produkt, was kann das andere Produkt und es wird nie der Zusammenhang so richtig geschafft und wir sollten dort eben diese Wände wirklich einreißen und schauen, dass wir dort eben diesen Prozess schätzen lernen, wie es hier so schön steht. Denn die native Zusammenarbeit ist definitiv stärker einzuordnen als einzelne Programmfunktionen. Denn auch das passiert in der Praxis oft, dass wir über Softwareprodukte, Cloud-Lösungen oder sonstiges diskutieren. Und dabei wird dann immer die einzelne Funktion des Programms verglichen. Und wir werden aber immer die Situation haben, dass das eine Programm oder die eine Plattform das eine kann, die andere kann das andere besser. Ne? Und dann wird dann diskutiert darüber, was brauchen wir jetzt. Und es wird nicht gesehen, dass wenn wir Produkte, die ineinandergreifen, verwenden, dadurch einen Vorteil schaffen, der über der einzelnen Funktion des einzelnen Programms liegt. So, und das möchte ich kurz einmal im Vorfeld mitgeben, bevor wir dann jetzt wirklich in die Plattform selbst auch mal einsteigen. Das heißt, Präsentation wird kurz beendet und wir schauen wirklich mal in die entsprechenden Plattformen rein, beziehungsweise hier in dem Fall in das Revit. Ich habe hier jetzt ein Revit-Modell von der Architektur liegen und Claudia hat es eben so schön erwähnt, dass wir hier für die Cloud digitale Plansätze zusammenbringen können. Das wäre jetzt so mein erster Schritt, denn wir haben jetzt hier ein Revit-Modell, das den Ansprüchen des Konstrukteurs genügen muss. Das heißt, wir haben hier, man sieht es ja auch, sehr viele Ansichten. Das heißt, wir haben nicht nur den Konstrukteur als Grundlage, sondern auch das, was nachher genutzt werden soll und so weiter. Und hier entsteht natürlich jetzt ein Haufen an Ansichten, an teilweise Hilfsansichten für Konstruktion, für verschiedenste Themen. Aber nicht alles davon ist nachher relevant, um es dann in der Cloud zum Beispiel weiter zu verwenden. Es handelt sich hier um ein Cloud-Modell. Und da wurde eben schon erwähnt, wir können hier digitale Plansätze schaffen. Und das ist auch eine ganz wichtige Sache, denn das alles hier komplett einfach in der Cloud zu veröffentlichen, wäre ineffizient. Denn dann sind sehr viele Ansichten dabei, die der Nutzer, der jetzt gerade vor der Cloud sitzt und sein Modell prüfen soll, dann alle erstmal überblicken müsste, sortieren müsste, was ist davon jetzt wirklich wichtig. Und was wir hier jetzt eben in Revit selbst ansteuern können, ist eben dann diese Veröffentlichungseinstellung, wo wir hier verschiedene Gruppen bilden können. Und Sie sehen schon, hier in diesem Modell sind verschiedene Gruppen gegeben. Das heißt, hier gibt es diese Gruppe, wo schon dran steht, alles an. Das heißt, alle Ansichten, die wir hier haben, alles ist dort vorhanden. Sie sehen, das ist eine ganz schön lange Liste. Nicht jede dieser Ansichten wird für den Prüfer relevant sein. Es gibt hier eine Gruppe für den Bauherrn gezielt, wo es sehr reduziert ist, wo es einfach nur mal um das Gebäude und die Optik geht. Und ich habe hier zum Beispiel jetzt eine Beispielgruppe gewählt, wo ich einfach eine geschossweise Aufteilung gemacht habe. Wir haben hier also einfach nur mal grundsätzliche Grundrisse drin und wir haben hier jetzt für jedes einzelne Geschoss eine 3D-Ansicht und eine Gesamtansicht da drin. Und wir können diese Gruppen im Revit-Modell definieren und können die dann zur Veröffentlichung in der Cloud bereitstellen. Sie sehen, hier habe ich jetzt nur die eine Gruppe dort gesetzt, dass wir nachher wirklich gezielt diese Ansichten und nicht eben das Ganze hier in der Cloud vorhanden haben. Also das können wir definieren. Was dabei interessant ist, das können Sie modellübergreifend machen. Sie können zwei Modelle haben, dort dann jeweils eine Gruppe drin haben, die denselben Namen trägt, um diese dann als gesamte Zusammenstellung von Ansichten, Plänen und Modellen wieder zu nutzen in der Design Collaboration, wo wir dann gleich hinschauen. Wichtig ist jetzt hier auch, was Claudia eben schon erwähnt hat, dass wir hier ein Revit Cloud Worksharing-Modell haben, was natürlich immer den kompletten Inhalt bietet für alle, die in Revit arbeiten und eben dann über diese Veröffentlichungseinstellungen eine weitere Version quasi erstellen, nämlich dann die Version für die Cloud, die mit den entsprechenden Plansätzen, den digitalen Plansatz, den wir dort bereitstellen. So, das sieht dann folgendermaßen aus. Ich wechsle jetzt in die Cloud-Plattform und zwar in den Bereich der Design Collaboration.
Und hier gibt es jetzt verschiedene Teams, die dort zum Einsatz kommen. Sie sehen, hier gibt es ein Gebäudetechnik-Team, das schon Daten veröffentlicht hat, hier auf der Zeitleiste. Alles ist dokumentiert. Der Architekt hat hier entsprechend veröffentlicht. Das ist das Modell, was wir gerade gesehen haben. Und wir sehen hier über die Zeichen, was passiert ist, wurden hier Datenpakete für andere bereitgestellt, denn auch das geht hier, gehe ich gleich genauer drauf ein. Oder eben hier an dieser Stelle wurde eine neue Version des Modells bereitgestellt. Und Sie sehen, dass dieser Begriff Geschossweise, den ich eben in diesen Plansätzen hatte, hier auftaucht. Das heißt, hier geht es jetzt gar nicht ums einzelne Modell, sondern um die Gruppe, die eben mehrere Modelle zum Beispiel auch umfassen könnte, wenn ich das so möchte. Das kann ich ja entscheiden über die Benennung dieser entsprechenden Sätze. Wähle ich diesen Satz aus, dann habe ich hier genau die Ansichten zur Verfügung, die wir eben definiert haben. Das heißt, die Grundrissansichten von den einzelnen Geschossen im Viewer und eben auch die 3D-Ansichten, in dem Fall hier auf einzelne Geschosse zugeschnitten oder eben des Gesamtgebäudes. Ich habe das in Revit schon vorgegeben. Das heißt, der Revit-Nutzer stellt die Weichen für die Nutzung in der Cloud. Und da ist natürlich dann wichtig, dass dort eben die entsprechende Kommunikation stattfindet. Was wird gebraucht? Der Revit-Nutzer bereitet es entsprechend vor und kann es zur Verfügung stellen. So, jetzt können diese Datenpakete ganz einfach übergeben werden. Sie haben hier diese Zeitleiste, die ich eben schon erwähnt habe, wo dann auch immer dokumentiert ist, wann wurde was übergeben. Und hier wäre es eben möglich, ein neues Paket zu erstellen und diesen Plansatz inklusive der entsprechenden Modelle an einen gemeinsamen Bereich zu übergeben. Denn das ist das, was die Design Collaboration tut. Sie bietet ein Umfeld, in dem wir verschiedene Teams bilden können, die alle ihren eigenen Bereich haben, also ihren eigenen Ordnerbereich. Jeder sieht nur seinen eigenen Bereich aus dem Team. Es gibt einen gemeinsamen Bereich, in dem diese Daten veröffentlicht werden können, den Shared-Bereich. Und dort werden dann Modelle zur Verfügung gestellt. Ich zeige das einmal kurz im Bereich Docs, wie das Ganze dann aussieht. So, aus meiner Sicht, weil ich jetzt hier Administrator bin, habe ich natürlich Zugriff auf alle Teams. Sie sehen hier, tauchen diese Begriffe, die wir in der Zeitleiste gesehen haben, wieder auf. Wir haben hier das Architekturteam mit seinen entsprechenden Ordnern und dem entsprechenden Ordner, wo das Modell liegt, das wir in Revit eben geöffnet hatten. Also das ist das Work-in-Progress-Modell, das wir in Revit geöffnet haben. Dann habe ich gesagt, ich kann das bereitstellen. Und dann sehen wir hier, da gibt es diesen Datenaustausch-Shared-Ordner, in dem dann wieder von den einzelnen Teams diese Ordner auftauchen. Und wenn ich hier mal auf die Architektur dann drauf gehe, dann sehen wir, dass dort das Modell auch wieder auftaucht als Shared-Modell. Und dieses Shared-Modell steht jetzt den anderen Teams zur Verfügung. Das heißt, der Gebäudetechniker kann diesen bereitgestellten Stand des Modells, der hier übergeben worden ist, jetzt in seiner Planung nutzen, um ihn dann als Verknüpfung zu verwenden in seinem eigenen Projekt, um dann darauf seine Planung aufzubauen. Denn der TGA-Planer ist natürlich sehr darauf angewiesen, dass er auch eine Architektur hat, mit der er arbeiten kann. So, hier wird die Ganze dann bereitgestellt. So. Dann, wenn wir nochmal in den Ordner von dem Architekten hier schauen, von dem Architekturteam, taucht hier noch ein Bereich auf Consumed. Und das heißt, es können Datenpakete in den eigenen Bereich übernommen werden. Das heißt, wir sehen hier das Beispiel, der Architekt hat hier in seinem eigenen Team unter Consumed auch das Gebäudetechnik-Team, was wir hier drunter sehen nochmal, und findet dort das Modell des TGA-Planers. Das heißt, er hat aus dem Shared-Bereich, aus den bereitgestellten Daten, diese Daten übernehmen können. So, warum ist das jetzt wichtig, wenn ich es doch im Shared-Bereich schon habe? Erstens, ich kann entscheiden, was ich als Verknüpfung nutze. Das heißt, ich könnte als Verknüpfung das Shared-Modell verwenden. Und wenn der Architekt ein neues Modell bereitstellt oder umgekehrt der TGA-Planer dem Architekten, dann wird automatisch meine Verknüpfung in Revit aktualisiert und ich sehe die neuen Daten. Ich könnte aber auch das Consumed-Modell übernehmen und dann kann ich erst mir das Modell anschauen und erst wenn ich sage, okay, ich bin bereit, den Stand zu aktualisieren, übernehme ich das hier in diesem Bereich. Sie sehen dann hier diesen Unterschied. Wir haben hier einmal einen ausgefüllten Kreis, einmal einen quasi nicht ausgefüllten Kreis. Das heißt, dieses Datenpaket wurde
hier bei uns einbezogen und hat einen entsprechenden im Consume-Bereich Daten erzeugt. Bei diesem hier ist das nicht der Fall. Und Sie sehen dann, wenn ich dieses hier einführe, dass hier dieser Button Einbeziehen auftaucht. Das heißt, ich könnte dieses Datenpaket übernehmen in meinen Consume-Bereich. Ich habe also die Entscheidungsgewalt dann darüber. Wie der Workflow aussieht, kann man von Projekt entsprechend entscheiden. Ja, man kann selber entscheiden, wie man damit umgehen will. Ein weiterer Vorteil, der dadurch entsteht, wenn ich jetzt mal nochmal diesen Satz hier auswähle und damit Zugriff nehme auf meine Ansichten, dann gibt es hier einmal die einzelnen Ansichten und ich sehe das hier, es gibt einen Satz, geschossweise, der beinhaltet 4 Pläne, das sind die 2D-Ansichten und 5 3D-Ansichten. Aber hier gibt es einen weiteren Bereich, das ist das Projektmodell. Und beim Projektmodell sieht es dann so aus, dass wir hier schon diese zusammengeführten Modelle bekommen. Das heißt, ich habe mein Modell aus der Architektur und das aus dem Consume-Bereich, das übernommene, was ich hier zusammenführen kann. Das heißt, wenn ich das eine mal ausschalte, sehen wir es ein bisschen besser, sodass die komplette TGA hier schon mit drin ist. Ich bekomme ein zusammengeführtes Modell hier einfach zur Verfügung gestellt, auf das ich Zugriff habe, das ich ebenenweise ansteuern kann, wo ich mich dann drin bewegen kann. Das, denke ich mal, ist schon eine sehr praktische Geschichte. Also, ich fasse kurz zusammen. Design Collaboration, wir bilden Teams, wir stellen uns gegenseitig Daten zur Verfügung zur Nutzung und wir können sie hier schon entsprechend auswerten. Sie sehen auch, dass hier eine Aufgabe gesetzt ist. Da gehe ich den Schritt gerade nochmal zurück ins Revit, denn auch das ist dann hier entsprechend gegeben, dass wir über das Issue-Add-In für Revit, was Sie laden können, hier den Reiter Aufgaben bekommen, wo Sie dann auch zum Beispiel auf Aufgaben zugreifen können. Also Sie sehen hier, dass diese Aufgabe dort eingestellt ist und diese Aufgabe kommt im Revit selbst an und kann vom Revit-User dann hier bearbeitet werden, inhaltlich als auch natürlich im Modell Korrekturen auszuführen. Also da auch eine direkte Kommunikation. So, ich lasse die Design Collaboration damit einmal kurz stehen und dann schauen wir mal den nächsten Schritt uns an, denn dann gibt es ja noch das Modul Model Coordination. Und hier wird jetzt diese Bereitstellungen der Ansicht nochmal ganz, ganz wichtig. Denn diese geschossweise Aufteilung der Ansichten, die habe ich ja nicht ohne Grund gemacht. Wenn ich hier in die Model Coordination schaue, dann haben wir ja eben schon gesehen, dass wir hier verschiedene Ansichten zusammenstellen können. Das war dort im Bereich von der IFC-Datei. Und jetzt kommt der große Vorteil, den Revit-Dateien haben. Revit-Dateien stellen nämlich nicht nur das Gesamtmodell zur Verfügung, sondern Revit-Dateien stellen die 3D-Ansichten zur Verfügung. In der Model Coordination können 3D-DWGs genutzt werden. Da gehen auch Navisworks-Dateien, können dort zur Zusammenstellung genutzt werden. Und bei Revit-Dateien haben wir den großen Vorteil, dass wir die einzelnen Ansichten nutzen können, die wir dort zur Verfügung gestellt haben. Es wird ein Koordinationsraum gebildet, aus dem diese Modelldaten dann kommen. In dem Fall ist das unser Shared-Bereich, den wir genutzt haben. Das heißt, die Modelle, die als Stand zur Verfügung gestellt werden, können hier zur Koordination genutzt und geprüft werden. Und wir haben das ja schon gesehen, wir können uns das frei zusammenstellen. Zum Beispiel könnte ich jetzt sagen, ich möchte jetzt gezielt einfach mal die Architektur, und deshalb habe ich diese Einzelansichten gemacht, vom Erdgeschoss gegen die TGA vom Erdgeschoss prüfen. Na, dass ich das gezielt haben will, kann mir das hier im Viewer öffnen. So, dann werden die zwei Modelle zusammengeführt. Ich kann natürlich mehrere Modelle zusammenführen, ich bin nicht auf zwei beschränkt. So, und jetzt haben wir hier die Situation, dass das zusammengeführt wird. Kollisionsprüfung haben wir eben gesehen, ist da, dass ich hier Kollisionen mitteln kann, Geschichte, dass wir dort auch Kollisionen überprüfen können. Da gehe ich gleich nochmal kurz darauf an, dass das auch nochmal komplexer funktioniert. Aber der Viewer selbst gibt uns jetzt auch noch weitere Möglichkeiten. Wir haben ja schon gesehen, dass wir eben Ansichten speichern können, um das dann wieder als Bereitstellung zu machen. Aber das geht nicht nur stur so mit dem Modell, sondern ich kann diese Darstellung auch beeinflussen, denn hier gibt es die Möglichkeit, auch Objektfarben zu überschreiben. Eine Sache, die hier zum Beispiel ganz praktisch ist, gebe ich den TGA-Planern schon mal mit. Die hier in der Ansicht haben wir es schon so gut gelöst, dass schon Systemfarben dargestellt werden. Wenn Sie eine IFC-Datei haben, haben Sie das nicht, dann haben Sie da nur Materialien. Dann wäre zum Beispiel da die Möglichkeit, die Systeme auszuwerten und die Systeme einzufärben. Ich mache hier ein anderes Beispiel. Und zwar aktiviere ich hier die Objektfarben. Das wird jetzt erstmal zufällig nach Eigenschaft gewählt. Aber hier sehen wir jetzt zum Beispiel, dass hier diese Kategorie genommen wird und nach Kategorie
standardmäßig so eingefärbt worden ist. Ich mache einen anderen Weg. Ich möchte nach Eigenschaft einfärben, denn wir können ja auch entscheiden, ob wir das nach Eigenschaft, Datei oder Modell machen. So, ich gehe jetzt hier über die Eigenschaften und suche mir mal Tragwerkseigenschaften raus. Und dann nehme ich hier mal die Tragwerksverwendung. Und dann sehe ich, dass es hier verschiedene mögliche Optionen gibt, die hier in Verwendung sind in dem Modell und könnte jetzt sagen, nicht tragend, machen wir mal in den Hintergrund. Das sind jetzt hier, sind die leicht grau. Dafür mache ich dann hier die tragenden Objekte. Ich sehe schon diese Einstellung Sonstiges ist hier in diesen entsprechenden Trägern drin. Das sehe ich hier gut im Überblick. Stelle ich mir mal gut sichtbar ein, genauso wie die tragenden Wände, um mir gezielt hier eine Darstellung von tragenden Objekten nochmal zu holen. Und Sie sehen, wie einfach das geht. Und Sie können eben auf die komplette Parametrik zugreifen, um dann dort eben die entsprechenden Zuweisungen zu machen. Also da gibt es eine Menge Möglichkeiten, sich diese Ansichten eben dort zu überschreiben, dass man die dort abrufen kann. Gerade im Bereich IFC-Dateien ist das ja immer so ein Thema, dass alles nach Material dargestellt wird auch, ne? Dass man, wie gesagt, dann kann man so Systeme nutzen oder eben hier relevante Punkte hervorheben in den gezielten Ansichten und natürlich auch diese Ansicht hier entsprechend speichern. Das möchte ich einmal gezeigt haben, dass wir das wirklich, dass das auch gespeichert wird, dass ich das jederzeit wieder abrufen kann. So. Ja, das heißt hier, wir haben es eben gesehen, gibt es diesen Bereich dieser gespeicherten Ansichten und das heißt, ich kann diese Situation jederzeit wieder genauso abrufen. Das muss ich also nicht jedes Mal wieder machen, sondern ich bekomme hier diese überschriebene Ansicht, ja, die mit diesen Eigenschaften gespeichert. Das gilt auch für die Darstellung von Objekten. Da geht es noch weiter, dass wir hier den Modellbrowser haben. Über den Modellbrowser können grundsätzlich Kategorien, Typen und einzelne Objekte in der Sichtbarkeit ein- und ausgeschaltet werden. Aber das geht zum Beispiel auch regelbasiert, dass ich auch wieder auf die Eigenschaften zugreife und dann darüber zum Beispiel einen Ausschluss definiere. Na, was nicht dargestellt wird in dieser Ansicht, na, das kann ich dann auch entsprechend natürlich in der Kollisionskontrolle dann vernachlässigen. Das ist dafür also schon mal ein Ziel. So, jetzt gucke ich mal kurz auf die Uhr, na, dass wir hier uns nicht in zu viel Kleinigkeiten verlieren, denn wenn ich Ihnen alles zeigen will, dann haben wir den ganzen Tag voll. Aber ich möchte zur Kollisionskontrolle da noch einen Punkt, einen wichtigen vor allem mitgeben und dann nochmal natürlich die kurze Anbindung an Navisworks. So, es gibt hier auch eine Übersicht, eine Matrix, in welchen Ansichten oder Modellen, die mir zur Verfügung stellen, wie viele Kollisionen stattfinden. Und hier kann ich auch regelbasiert arbeiten. Das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass ich das auch übergreifend machen kann direkt und mit Voreinstellungen, was in dieser Kollisionskontrolle dann Relevanz findet. So, und das heißt, ich habe hier den Bereich Einstellungen mit der entsprechenden Berechtigung, habe ich da Zugriff drauf und hier kann ich Modell- oder Objektausschlüsse definieren. Das heißt, ich kann hier direkt Ansichten oder Modelle von der Kollisionsüberprüfung ausschließen. Also wenn Sie Modelle haben, die Sie gerne sehen wollen, aber die sollen in der Kollisionsprüfung keine Relevanz haben, dann kann ich das hier entsprechend für einzelne Ansichten aus Revit oder eben auch komplette Modelle deaktivieren. So, das ist das eine. Es geht aber eben auch noch ein bisschen differenzierter, indem ich hier zum Beispiel Objektausschlüsse definiere. Und da würde ich jetzt mal ein Beispiel kurz zeigen. Ich würde jetzt hier sagen, wir nehmen mal die kompletten Architekturansichten und für die möchte ich jetzt hier einen Objektausschluss definieren. Dann möchte ich hier eine Regel festlegen, was ausgeschlossen werden soll. Und da würde ich jetzt hier einfach hingehen und sagen, ich arbeite mit einer Eigenschaft, beziehungsweise nein, ich arbeite mit dem Begriff Typ Name. Und dieser Typ Name ist. Und jetzt gucke ich, ich suche Innenwände an der Stelle. Ich weiß, dass ich dort einen Präfix mit IW habe. Und dort habe ich jetzt zum Beispiel diese Gipskartonwände. Und die möchte ich in den Ausschluss bringen. So, ich könnte da natürlich jetzt mehrere Typen benennen. Aber Sie sehen jetzt hier ganz gut, worum es geht. Hier sind Trockenbauwände. Jetzt will ich Kollisionen ermitteln, weil ich für die Durchbruchsplanung das auch Ganze nutzen will. Und da sind jetzt diese Gipskartonwände eventuell nicht für mich relevant. Und Sie sehen, die Gipskartonwände im ganzen Modell werden jetzt hier angezeigt und ich könnte die jetzt von dieser Kollisionsprüfung ausschließen damit. Das heißt, ich habe die entsprechende Regel gesetzt. So, Trockenbau.
Ich habe die entsprechende Regel gesetzt und kann diese Elemente jetzt ausschließen, damit diese nicht mehr in der entsprechenden Kollisionsprüfung vorkommen. Also Sie sehen schon, das geht hier schon sehr komplex. So, als ganz kurzen Ausschluss zum Ausflug zum Abschluss gehe ich nochmal ins Navisworks, denn es ist sehr viel möglich in der Cloud. Navisworks kann jetzt nochmal zusätzlich mit Auswahlsätzen und sonstigem arbeiten. Wenn ich jetzt weitere Koordinationsaufgaben in Navisworks machen möchte, einmal weil es vielleicht die gewohnte Plattform ist, dann vielleicht, weil ich wirklich sehr komplexe Regeln schaffen muss oder sowas, dann sind hier noch ein paar Sachen mehr möglich, dann ist das natürlich auch da. Und das ist das, was ich eben meinte, dass wir dann immer in diesen übergreifenden Prozess denken müssen und dass wir nicht in dem einzelnen Produkt, sondern in der Zusammenarbeit denken müssen. Denn auch Navisworks hat ein Koordinations-Add-in, in dem ich direkt auf diese Cloud-Dateien zugreifen kann. Das heißt, das, was ich dort jetzt vorbereitet habe, kann ich 1:1 direkt aus der Cloud in Navisworks dann abrufen und dort mit meinen Navisworks-Funktionen erweitern. So gehe ich jetzt hier in das entsprechende Modell und suche den Koordinationsraum, denn wir greifen jetzt ganz gezielt auf die Model Coordination aus unserem Projekt zurück. Und dann werde ich dort meine gespeicherte Ansicht finden, genauso wie die Zusammenstellung der einzelnen Ansichten und Modelle. Das heißt, ich brauche nicht mehr Daten konkret auf dem Rechner geladen zu haben, sondern ich greife direkt auf die Cloud, greife direkt auf die entsprechenden Ansichten zu. So, jetzt hat er direkt dazu gesagt, ich habe jetzt die Tragwerksansicht geöffnet. Was einem bewusst sein muss, ist natürlich, dass Navisworks eine ganz eigene regelbasierte Überschreibung von Objekten hat. Das heißt, die Überschreibung, die grafische, die übernehme ich hier nicht. Das kann ich hier nämlich nochmal ganz anders steuern, sondern hier gehe ich jetzt in die entsprechende, da ist es, genau. Brauche gerade einen kleinen Moment, weil er die Daten noch abruft. Hier gehe ich in die entsprechende Ansichtszusammenstellung dazu, ne? Architektur und TGA vom Erdgeschoss. Und dann sehen wir schon, dass dort auch der Prozess wieder einen Mehrwert bringt, da wir hier in Revit schon Sachen vorbereitet haben, die wir dann in der Model Coordination genutzt haben, die dann hier in Navisworks auch wieder greifbar sind direkt, ohne dass ich hier Modelle zusammenfügen muss. Sie sehen es auch nicht als eine Datei oder so, sondern Sie sehen wirklich ganz gezielt diese Zusammenstellung und auch nochmal ein Vorteil, eben hier etwas, was ich in Navisworks mit normalen Modellen nicht kann, wirklich gezielt die Ansichten aus dem Revit-Modell, nicht das Gesamtmodell. Ich kann also viel differenzierter arbeiten. So, das wäre dann dieser Vortrag, mit dem ich ein bisschen überzogen habe, glaube ich. Obwohl, nee, geht gerade. Marcel, Punktlandung, perfekt. Perfekt. Vielen Dank. Mhm. Dann würde ich jetzt übergeben an die Stefanie Hörndler von Autodesk. Sehr gerne. Und sehr gerne. Freue mich auf deinen Vortrag, Steffi. Dankeschön. Gut. Wir sprechen heute, ihr seht es mal im Bildschirm, ne? Das müsste passen, ja. Über die optimierten Workflows und Datenintegration mit Autodesk Construction Cloud. Und vor allem die Datenintegration, also die Möglichkeit, wie Daten fließen können, ist sehr spannend, weil es dazu einfach verschiedene Möglichkeiten gibt. Und ich möchte heute mit drei verschiedenen Themen ansprechen. Das ist auf der einen Seite die Datenverbindung aus der Autodesk Construction Cloud heraus, der Data Connector. Dann werde ich das ACC Connect vorstellen und zum Schluss noch über Data Exchange sprechen. Aber erstmal, was ist denn was und wozu brauchen wir denn eigentlich was? Kleiner Überblick zur Datenintegration und wie gesagt, ich gehe dann auf jedes Thema noch mehr detaillierter ein. Der erste Schritt ist diese Datenverbindung. Das heißt, die Möglichkeit, aus der Construction Cloud heraus Metadaten, Parameter, Informationen rauszuziehen, um die dann zum Beispiel in einem BI-Tool weiter zu visualisieren, auszuwerten. Ich brauche dafür keine API, ich brauche dafür keine Entwicklungsskills, sondern ich kann die Daten direkt rausziehen und eben visualisieren. Das sind Parameter, Eigenschaften, Metadaten, die wir in der Autodesk Construction Cloud hinzufügen, wie zum Beispiel Aufgaben oder wenn wir Besprechungsmodule nutzen, Besprechungen durchführen und da eben Daten eintragen. Das sind die Informationen, die ich damit rausziehen kann. Dann gibt es das ACC Connect und das ist eine No-Code-Plattform. Das heißt, auch hier brauche ich keine Entwicklungsskills. Wir greifen auf einer Plattform zu, auf das Workato, das eben über 300 Integrationen mit anderen Plattformen und Anbietern hat. Und die Autodesk Construction Cloud ist eine davon. Und dadurch haben wir die Möglichkeit, die Autodesk Construction Cloud mit anderen Anbietern zu verbinden. Ein anderer Anbieter könnte jetzt eine Integration mit SharePoint sein oder mit Outlook oder mit ERP oder CRM-Systemen.
Das Ganze funktioniert dann schlussendlich über einen Trigger, also ein Rezept, das man sich erstellt. Wenn was Bestimmtes passiert, soll was ausgelöst werden und Daten sollen fließen. Dann werde ich euch den Data Exchange vorstellen. Beim Data Exchange geht es darum, dass wir Teilbereiche oder Teilmodelle, granulare Daten von Modellen austauschen können, also zum Beispiel von einem Revit-Modell austauschen können auf einer Datenebene und diese Information, diesen Data Exchange dann wieder weiter nutzen können. Entweder in einer anderen Autorenlösung, egal ob jetzt Autodesk oder extern, und oder eben auch in einem BI-Tool. Die Basis des Ganzen, dass es überhaupt funktioniert, sind die Autodesk Platform Services. Das heißt, die Autodesk Platform Services, vielleicht kennt es einer noch unter dem Namen Forge, das ist eine Sammlung von APIs, die wir haben, auf der auch unsere Plattform basiert. Und dadurch haben wir eben die Möglichkeit, auf all diese Daten auch zuzugreifen und die Daten zu nutzen. Das heißt, ich werde jetzt am Anfang ein bisschen über Autodesk Platform Services sprechen und dann gehen wir der Reihe nach diese drei Möglichkeiten durch und schauen uns an, was da die Vorteile sind. Gut, die Autodesk Platform Services. Im Prinzip dadurch, dass wir Ihnen den Zugang geben zu denselben APIs und Diensten, auf denen auch unsere Plattform basiert, haben Sie im Prinzip schon den Schlüssel in der Hand, um Ihre Unternehmensdaten zu verwalten, zu organisieren und mit unseren Tools zu verbinden. Das heißt, über Platform Services habe ich einfach die Möglichkeit, die Integration zu fahren. Wenn ich APIs nutze, brauche ich natürlich auch irgendwo Programming Skills, Entwicklungs Skills. Ja. Die habe ich hier mit unten aufgelistet. Das sind natürlich moderne Standard-Web-Technologien, die wir hier nutzen. Generell kann man unsere APIs in drei Gruppen unterteilen oder in drei Gruppen von Funktionen unterteilen. Auf der ganz linken Seite sehen wir die Core-APIs, das sind also Kernfunktionen, sind jetzt unabhängig von der Branche. Da ist zum Beispiel der Viewer mit drinnen, den wir nutzen. Da sind Modellableitungen mit drinnen, Authentifizierung, Designautomatisierungen mit dabei. Also wirklich unabhängig jetzt von der Industrie oder von der Lösung selbst. Dann in der Mitte gibt es die Data APIs. Das sind also Datenfunktionen, die wir nutzen für einen Datenaustausch oder für das Datenmodell. Damit haben wir im Prinzip die Möglichkeit, Design- und Produktionsdaten mit benutzerdefinierten Datenkonnektoren zu verbinden, zu integrieren, zu visualisieren. Data Exchange, das dritte Thema, das ich angesprochen habe, das liegt damit drin, also die Data Exchange API. Und dann auf der rechten Seite haben wir noch Produktfunktionen, also Produkt-APIs. Das sind jetzt zum Beispiel Funktionen von unseren Cloud-Produkten oder das sind ja, APIs, mit denen die Cloud-Produkte erweitert werden können, die Funktionen der Cloud-Produkte erweitert werden können. Und da liegt auch die ACC-APIs oder die ACC-APIs mit drinnen. Es gibt ja sehr viele unterschiedliche ACC-APIs. Im Prinzip für jedes einzelne Modul, das mit dabei ist, gibt es eine eigene API. Auf die kann man zugreifen, die kann man nutzen. Dafür braucht man Entwicklungsskills, dafür braucht man einen Entwickler und der kann dann zum Beispiel eben Dashboards entwickeln, Reports aus diesen Daten ziehen. Wir haben Kunden, die auch einen eigenen Digital Twin erstellt haben oder ein eigenes Tool erstellt haben für Digital Twins. Damit werden Integrationen geschaffen mit ERP, CRM-Systemen und so weiter und so fort. Das heißt, da gibt es eigentlich kaum Grenzen mit dem, was man dann schlussendlich machen möchte. Wenn man jetzt ganz am Anfang steht und sagt, ja, ich habe da das und das Thema, ich brauche eine Verbindung, ich brauche eine Integration, ich bin mir noch nicht sicher, wie ich das Ganze angehen soll, dann würde ich als erstes mal sagen, lasst uns in den Autodesk App Store reinschauen. Die Autodesk Construction Cloud ist eine Plattform, ist ein Ökosystem. Dafür gibt es sehr, sehr viele Apps, die bestimmte Themen schon lösen und abdecken. Ich kann die APIs aber natürlich auch nutzen, wenn ich selbst einen Entwickler im Haus habe und meine eigenen Integrationen schreiben. Oder aber ich greife auf einen Anbieter zurück. Es gibt zertifizierte Anbieter von oder Partner von Autodesk, die eben auch Entwicklungen erstellen, die dann das eben auch mit übernehmen können. Die Slide hier haben wir vorhin bei der Claudia schon gesehen. Der Autodesk Construction Cloud ist einfach eine Plattform, die offen ist, die schon sehr viel Integration bietet und hat. Eben über den App Store kann ich da schon auf sehr viele zugreifen. Oder eben auch das Autodesk Construction Cloud Connect ist im Prinzip ein Teil davon, mit dem ich über 300 verschiedene Integrationen schaffen kann.
Genug von APIs. Wir schauen jetzt in die Praxis, was kann ich denn tatsächlich heute auch ohne Entwicklungsskills machen. Da gehen wir als erstes in die Datenverbindung rein. Die Datenverbindung ist also das Teil aus der Autodesk Construction Cloud heraus, wo ich meine Daten extrahieren kann. Warum machen wir das? Weil generell sehr, sehr viele Daten, die wir in die Autodesk Construction Cloud eintragen, einfach ungenutzt bleiben. Das heißt, egal ob wir jetzt in der Planungsphase sind oder in der Ausführungsphase sind, wir haben sehr viele Daten in der Construction Cloud liegen, die wir nicht weiter nutzen. Und mit dem Data Connector, der Datenverbindung, können wir genau das machen. Wir stellen eine Schnittstelle her zu einem BI-Tool, mit dem ich dann eben die Daten visualisieren kann. Datenvisualisierung, ich zeige jetzt einfach das Beispiel von Power BI. Ich habe da die Möglichkeit, mich zu verbinden, also Power BI zu verbinden, direkt mit der Construction Cloud. Dafür gibt es einen zertifizierten Connector. Damit greife ich auf die Daten in der Construction Cloud zu. Ich kann dann weiters noch Templates nutzen. Diese Templates gibt es auch direkt in ACC. Das heißt, wenn man im Insight-Modul ist und der Data Connector, gibt es da die Templates. Und dann suche ich mir eben ein Template aus für meine Besprechungen, für Meeting Minutes und verbinde meine Projektdaten damit und kriege das hier entsprechend ausgewertet. Oder aber ich erstelle meine eigenen Power BI Templates. Das ist natürlich auch möglich. Schritt für Schritt, wie gehen wir das Ganze an? Im Prinzip habe ich damit einen Zugriff eben auf die Projektdaten. Ich muss die Projektdaten extrahieren. Ich kann das projektweise machen oder kontoweise machen. Das heißt, ich kann auch projektübergreifende Datenanalysen durchführen und nutze damit eben auch sämtliche Funktionen von BI-Tools. Wir haben ja im Insight auch schon ein paar Dashboards mit drin liegen. BI-Tools haben einfach wesentlich mehr, ich sage mal, Potenzialfunktionen, um so Datenauswertungen zu machen. Das heißt, gerade dann, wenn man sagt, die Auswertungen, die wir jetzt im Insight-Modul liegen haben, das reicht uns nicht, wir wollen ein bisschen mehr, wir wollen es individueller gestalten, dann ist das ein wirklich guter Weg. Und wie gesagt, man muss eben nichts entwickeln dabei, man kann das direkt nutzen. Funktioniert technisch jetzt so, Projektadministratoren, also jeder, der ein Projektadmin ist, hat die Möglichkeit, im Bereich Insight direkt diesen Data Connector zu nutzen. Außerdem haben Account-Administratoren und Mitglieder, die die Rolle Führungskräfte haben, also die Berechtigungsebene Führungskräfte haben, die Möglichkeit auch aus dem Konto heraus, also projektübergreifend, die Datenverbindung zu nutzen. Ja. Auf der einen Seite wird die Information von einem Projekt herausgeschrieben, auf der anderen Seite wird die Information von allen Projekten in der Construction Cloud extrahiert. Diese Datenextraktion kann entweder einmalig ausgeführt werden durch einen Klick auf den Knopf Datenextraktion ausführen oder man plant das Ganze. Das heißt, ich könnte auch sagen, ich möchte eine Datenextraktion durchführen, die soll jetzt einmal stattfinden, Sonntagabend. Wenn ich Montag ins Büro komme, habe ich einfach meine aktuellen Dashboards da liegen. Oder ich stelle das Ganze auf täglich. Ich kann dabei auch definieren, welche Daten beinhaltet werden. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, diese ganze Liste der Daten anzugucken. Das ist jetzt Informationen aus dem Document Management System, Informationen von Besprechungen habe ich schon ein paar Mal erwähnt oder Informationen über die Aufgaben und so weiter. Also das ist eine ganze Liste, wo ich auswählen kann, welche dieser Informationen interessieren mich, was möchte ich daraus ziehen. Umso mehr Projekte in meinem Konto liegen, wenn ich alle Daten ausgewählt habe, kann diese Datenextraktion natürlich auch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Das kann dann auch gut mal eine halbe Stunde oder eine Stunde vergehen, bis alle Daten geschrieben worden sind. Ist die Datenextraktion erfolgt? Erstellen wir die Verbindung, das macht man einmalig, mit der Construction Cloud. Das heißt, wenn man jetzt Power BI ab Version 2022 nutzt, gibt es diesen zertifizierten Autodesk Construction Cloud Connector und über den kann man eine direkte Verbindung mit der ACC herstellen. Das bedeutet, diese Datenextraktion, wenn ich die durchführe, könnte ich daraus CSV-Dateien herunterladen und die manuell in Power BI legen. Dieser Data Connector macht im Prinzip genau das oder er löst genau dieses Thema. Ich stelle damit die Verbindung direkt in die ACC her. Ich muss also nichts mehr herunterladen und der Connector greift auf den Extrakt zu. Wichtig, der Connector greift nicht auf die Live-Daten zu, sondern der greift auf die letzte Extraktion zu. Das heißt, ich muss das natürlich planen, schedulen. Ich sage hier einmal die Woche,
soll das durchgeführt werden und dann kann der Data Connector eben auf diesen Letztstand der Daten zugreifen. Ja, und dann im nächsten Schritt wähle ich eben meine BI-Vorlagen aus. Die liegen, wie gesagt, auch im Insight-Modul unter Power BI Templates und ziehe mir die raus, die ich brauche, ob das jetzt für einen Genehmigungsworkflow ist, ob ich einfach ja, alle Aktivitäten, die im Projekt stattfinden, mir anzeigen lassen möchte und dann eben meine Visuals dazu baue. Dafür gibt es Templates, die ich nutzen kann, um eben direkt die Daten aus der Construction Cloud heraus zu visualisieren. Diese Visuals kann ich übrigens auch wieder im Project Home oder auch wenn ich im Insight bin, ja, also da, wo es diese Kacheln gibt, könnte ich die wieder einfügen und kann sagen, ich möchte mir ein bestimmtes Power BI Template einfügen. Und so habe ich dann auch direkt in der Construction Cloud die Ansicht von den Visuals, die man vorbereitet hat, aus dem Power BI heraus. Optimalerweise setze ich auch im Power BI die Publizierung, die Aktualisierung auf geplant. Das heißt, ich stelle mir das so ein, dass die Power BI dann entsprechend Sonntagabend um Mitternacht automatisch auf den Letztstand der Daten zugreift und publiziert. Dann habe ich also hier im Hintergrund keine manuelle Arbeit mehr und habe einfach einmal die Woche einen aktuellen Blick auf die Daten in den Power BI Templates, die wieder in der ACC liegen. Oder ich stelle das Ganze auf täglich, je nachdem, wie der Bedarf eben da ist. Gut. Das ist Punkt 1 gewesen, also die Visualisierung von Daten in der Construction Cloud. Punkt 2 ist das ACC Connect. Da geht es jetzt darum, wenn man sich vielleicht die Frage stellt, hey, ich möchte meine Daten, die Projektdaten, die in der ACC liegen, auf meinen eigenen FTP-Server speichern oder auf den FTP-Server vom Kunden synchronisieren, weil der braucht die Daten dort liegen. Oder ich habe Fotos auf der Baustelle gemacht, die sollen nicht nur in ACC sein, sondern auch auf Google Drive oder umgekehrt liegen. Danach Unternehmer nutzen ein anderes System wie wir. Ich muss ihm die Daten auch bereitstellen und möchte es nicht immer manuell kopieren. Das heißt, gerade dann, wenn es eben darum geht, dass man Integration von Dateien mit anderen Systemen erstellen soll. Da verwenden wir das ACC Connect. Wie gesagt, das ACC Connect ist basiert auf Bercato, das ist die Plattform, die eben Integration mit sehr vielen anderen Tools schon hat. Das heißt, jeder dieser Anbieter hat eine Integration mit Bercato geschrieben, genauso wie die Autodesk Construction Cloud, das ACC Connect. Und damit stellen wir die Verbindungen zu diesen anderen Systemen her. Auch das ist eine No-Code-Plattform, das heißt, man muss nichts entwickeln. Man kann das Tool auch ohne Entwicklung nutzen. Man erstellt Rezepte, die auf Triggern basieren, das heißt, man definiert ein Ereignis. Und wenn dieses Ereignis eintritt, dann wird eine bestimmte Funktion ausgelöst. Genau. Ein paar Beispiele hier. Integration mit ACC Connect könnte im Bereich der Dokumentenverwaltung sein. Also das ist auch so der Klassiker. Wir müssen unsere Daten noch irgendwo anders hinspeichern oder ablegen oder in ein anderes System übermitteln. Aber es gibt natürlich auch sehr viele weitere Möglichkeiten. Also diese Liste umfasst eben über 300 verschiedene Integrationen. Genau. Ich möchte gern auf die klassischen Integrationen eingehen, weil das auch die sind, die mir am häufigsten unterkommen. Da geht es eben um das Thema Import. Das heißt, man hat vielleicht im SharePoint Projektdaten liegen, die eben auch in die Autodesk Construction Cloud abgelegt werden sollen. Diese Integration könnte man automatisieren. Oder umgekehrt aus der ACC heraus soll auf bestimmten anderen Systemen was abgelegt werden. Wenn es einen neuen Baustellenbericht gibt oder wenn ein neuer Plan hinzugefügt wurde oder ein Foto durch die App erstellt wurde und die in ACC liegt, soll die auch automatisch synchronisiert werden, gespeichert werden in einem bestimmten anderen System. Spart sich also auch hier diese manuelle Arbeit. Das Ganze funktioniert aber auch bidirektional. Das heißt, ich habe aber auch die Möglichkeit zu sagen, mit einer bestimmten Integration, wenn da was erstellt wird, wenn dort was erstellt wird, das soll entsprechend abgeglichen werden. Funktioniert so, das sind eben die Rezepte, die man hier sieht. Also jede Zeile ist im Prinzip eine Integration, ein Rezept, das man erstellt hat. Und in dem Fall geht es darum, SharePoint-Dokumente in die Autodesk Construction Cloud, in Autodesk Docs abzulegen. Das heißt, im ersten Schritt definiert man mal,
den Trigger, das ist jetzt ein bestimmter SharePoint-Ordner, wenn da was Neues hinzukommt, dann soll eine Aktion ausgeführt werden. Die Aktion ist eben der Upload dieses Dokuments in ein bestimmtes Konto, in ein Projekt, in einen bestimmten Ordner. Dann könnte man noch hergehen und sagen, der Name muss verändert werden und, und. Und wenn dieses Rezept steht, prüft ACC Connect alle 2 Minuten, ob es eine Änderung gegeben hat. Das heißt, es läuft einfach im Hintergrund, alle 2 Minuten wird geschaut, ob es einen Trigger gibt. Und wenn es den gibt, dann wird die Aktualisierung oder diese Aktion eben ausgelöst. Wir haben jetzt gesehen, im SharePoint sind einfach zusätzliche Pläne hochgeladen worden oder abgelegt worden. Und hier im ACC Connect wird dann geprüft, gibt es einen Job, der durchgeführt werden muss. Entsprechend wird das Ganze ausgelöst und dann auch in der Construction Cloud abgelegt. Das heißt, ich habe einfach hier immer den Gleichstand und muss nicht manuell noch irgendwelche Daten hin und her kopieren. Das ACC Connect kann man aber auch nutzen, um zum Beispiel Daten zu synchronisieren zwischen 360 und einem ACC-Konto oder einem ACC-Konto, das auf dem europäischen Server liegt und einem ACC-Konto, das am US-Server liegt. Achtung, ich spreche von Dateien, ich spreche nicht von Metadaten oder Parametern, die ich synchronisieren kann, sondern da geht es um Dateien, die einfach abgeglichen werden sollen. Natürlich kann ich das Ganze auch nutzen, um eben auf externen Cloud-Speichern oder anderen Servern abzulegen oder aber auch, was ganz spannend ist, E-Mails zu sichern. Also gerade wenn man sagt, man möchte eine E-Mail dokumentiert, das PDF ablegen, inklusive der Anhänge, die es gibt, dann könnte ich auch das als ACC Connect-Integration starten und sagen, jedes Mal, wenn eine E-Mail reinkommt und diese E-Mail hat einen bestimmten Betreff, zum Beispiel die Projektnummer, dann soll diese E-Mail als PDF abgespeichert werden und die ganzen Anhänge ebenso. Und das soll dann abgelegt werden in Autodesk Docs in einem bestimmten Ordner. Das wäre auch eine Möglichkeit, die es gibt. Gut. Teil 3, dritter Punkt, Data Exchange. Und das ist vermutlich das neueste Thema, das ich heute auch mitgebracht habe. Der Data Exchange ist im Prinzip kein Endprodukt als solches, sondern ein Mittel zum Zweck. Das heißt, das ist eine Exchange-Methode, die ist vergleichbar mit dem Verpacken von Teilmengen von Dateien oder Daten und nicht einer ganzen Datei. Das heißt, wir greifen hier auf einen Teilbereich von Modelldaten zu, auf granulare Daten zu und stellen die bereit, um sie in anderen Systemen zu nutzen. Es gibt für diesen Data Exchange die Möglichkeit, über APIs zu arbeiten, über SDKs zu arbeiten und eben über Konnektoren zu arbeiten. Und ich werde heute über die Konnektoren sprechen, weil das auch wieder die einfachste Möglichkeit ist. Ich brauche keine Entwicklungserfahrung dazu. Der Data Exchange, über den spreche ich deswegen, weil der auch eine tiefe Integration zu Autodesk Docs hat. Das heißt, egal aus welchem System heraus man einen Data Exchange erstellt, das Autodesk Docs ist die Basis, das heißt, dort wird die Information abgelegt. Ich kann also im Prinzip über Autodesk Docs, über die CDI steuern, wer Zugriff auf diesen Data Exchange hat. Ich kann einen Revit Connector nutzen, um Data Exchanges zu schreiben oder auch zu lesen. Und ich könnte jetzt einen Power BI nutzen, dafür gibt es auch einen Connector, also Power BI Connector, um die Information aus dem Revit heraus auszulesen. Genau. Es gibt schon sehr viele Data-Konnektoren, die Zahl stark steigend. Das heißt, ich werde dann auch noch eine Slide zeigen, so was ist aktuell verfügbar, was steht auf der Roadmap, was sind Ideen, woran wir arbeiten. Da müssen wir aber echt auf die Homepage schauen, weil gefühlt ändert sich das jede Woche, was da verfügbar ist. Gerade so Themen wie Revit zu Inventor oder Revit zu Rhino sind Data-Konnektoren, die jetzt ganz am Anfang auf sehr hohes Interesse gestoßen sind. Es gibt aber auch schon einen Data Connector für Tekla Structures. Das heißt, ich habe auch die Möglichkeit, mit Tekla und Revit zu integrieren. Power BI, Power Automate ist mit dabei, um da eben wieder bestimmte andere Sachen auszuwerten. Das heißt, es ist jetzt nicht rein ein Modell oder eine Ansicht, die wir austauschen, sondern es geht wirklich um die Daten, die dahinter stecken. Noch mal ganz kurz, auf den Data Exchange könnte ich zugreifen über die API.
Das heißt, über GraphQL-APIs, über .NET-SDK kann ich auf den Data Exchange zugreifen. Wir sprechen heute über die Data-Konnektoren. Ich werde also verschiedene Konnektoren zeigen. Ich habe aber auch die Möglichkeit, über Dynamo auf den Data Exchange zuzugreifen und damit ganz coole Sachen zu machen. Erwähne ich dann auch noch ein Beispiel. Was gibt es aktuell? Links oben sehen wir schon, was released ist. IFC, Data Exchange, ist aktuell in Arbeit. Es soll nicht nur die ACC unterstützt werden, sondern auch BIM 360 Docs. Auch das ist in Arbeit. Da wird's, oder gibt es mittlerweile schon eine Beta. Auf der rechten Seite sehen wir Ideen, das heißt Integration, Data Exchange auch für andere Systeme. Aber auch ziemlich cool sind diese Future Considerations, wo überlegt wird, wie wollen wir denn diesen Data Exchange erweitern? Was wollen wir denn mit dem zukünftigen noch machen? Okay, genug der Theorie, wie funktioniert das Ganze? Also ich habe die Möglichkeit, entweder aus dem Autor des Blogs heraus oder über die Autorenlösung selbst, also mit einem Plugin, einen Data Exchange zu schreiben. Den Data Exchange aus der ACC kann ich so erstellen, indem ich jetzt zum Beispiel, hier ist es ein Revit-Modell, in den 3D-Ansichten bin. Und dann gibt es eben bei dieser 3D-Ansicht, also nicht beim gesamten Modell, sondern ich kann wirklich auf eine 3D-Ansicht runtergehen, über die drei Punkte einen Data Exchange erstellen. Wenn ich den Data Exchange erstelle, muss ich definieren, wo der abgelegt werden soll in Autodesk Docs, also in welchen Orten ich den speichern möchte und was Inhalt dieses Data Exchanges sein soll. Was auch ziemlich cool ist, wenn ich ein Revit-Modell habe, ich arbeite in einem Revit-Cloud-Modell und ich aktualisiere es, also ich publiziere es einfach neu, ich kriege eine neue Version davon, dann wird der Data Exchange auch automatisch aktualisiert. Das heißt, ich muss dann nicht neu erstellen, sondern das passiert im Hintergrund automatisch. Wenn dieser Data Exchange jetzt genutzt wird, referenziert wird, zum Beispiel in einem Inventor, dann habe ich im Inventor eben auch automatisch schon diesen neuesten Data Exchange mit drin liegen. Ja, das funktioniert also wirklich automatisiert im Hintergrund. Ich kann den Data Exchange aber auch aus der Autorenlösung heraus nutzen. Das heißt, da gibt es Plugins für unterschiedliche Produkte, diese Konnektoren-Plugins. Hier sehen wir jetzt das Revit-Plugin. Das heißt, ich definiere hier an der Stelle eben auch, was soll in den Exchange reingeschrieben werden. Ich kann den Selection Set auswählen, kann dann auch definieren, ob ich das vielleicht noch filtern möchte mit Kategorien oder anderen Auswahlmöglichkeiten. Was soll denn in diesen Data Exchange reinkommen und wo soll der Ganze abgelegt werden? Also auch in welchem Autodesk Docs-Projekt? Und dann erstelle ich diesen Data Exchange. Ich habe damit im Prinzip eine sehr feine Möglichkeit zu definieren, was soll im Data Exchange drin sein. Teilbereich meines Modells, ich kann das jemandem zur Verfügung stellen, der kann das ansehen, der kann die Eigenschaften ansehen, der kriegt aber nicht mein Revit-Modell. Das heißt, ich habe hier echt eine coole Möglichkeit, Daten ja, zur Verfügung zu stellen. Ich zeige euch mal als nächstes das Civil und Revit. Das heißt, ich habe auch im Civil 3D diesen Data Connector mit dabei. Ich kann hier genauso definieren, eben was soll mit drin sein, welchem Projekt möchte ich es mit ablegen, und erstelle dann eben direkt den Data Exchange. Den sehe ich auch in der ACC. Das heißt, dieser Data Exchange ist auch in der Autodesk Construction Cloud anzeigbar. Kann da auch die Eigenschaften mir anzeigen lassen. Und in Revit kann ich dann hergehen und sagen, okay, Data Exchange ist verfügbar. Ich möchte mal ein Vorschaubild. Was ist denn da überhaupt drin? Interessiert mich das? Und dann kann ich den in mein Modell einholen. Das ist im Prinzip jetzt eine Referenz, die mit drin liegt. Ich habe aber die Möglichkeit, der einzelnen Objekte auszuwählen. Das sind jetzt Generic Objects und ich sehe eben auch Eigenschaften, die mit dahinter liegen. Das heißt, ich habe auch Zugriff auf die Informationen und kann das jetzt nutzen, um mein Modell entsprechend drumherum aufzubauen. Wenn ich in Civil eine Änderung durchführe und den Data Exchange aktualisiere, habe ich auch hier die Möglichkeit, einfach über Aktualisieren das sofort wieder neu drinnen zu haben. Was ziemlich cool ist bei den Data Exchanges, ist, dass wenn ich den hier mit reingezogen habe und ich das Revit-Modell in der Autodesk Construction Cloud abgelegt habe, ich den Data Exchange auch in der Construction Cloud in meinem Revit-Modell sehe. Übrigens auch auf 2D-Plänen. Also ich habe damit echt eine coole Verbindung geschaffen, die mir auch in der ACC in der Gesamtansicht wieder weiterhilft. Genau.
Dynamo Data Exchange ist auch eine coole Sache, weil damit habe ich im Prinzip die Möglichkeit, in Dynamo diesen Data Exchange einzulesen und dann in Dynamo zu sagen, hey, aus den Objekten, die ich da eingelesen habe, erstell mir doch in Revit das und das Objekt. Das heißt, ich habe damit eigentlich eine Möglichkeit geschaffen, native Revit-Elemente zu erstellen aus einem Civil Import, aus einem Rhino Import oder aus einem Rhino Data Exchange vielleicht. Ja. Ich kann damit dann eben native Elemente in Revit erstellen lassen. Genau. Ich zeige jetzt mal noch, wie man einen Data Exchange in der Autodesk Construction Cloud erstellt. Das heißt, ich habe auch hier an der Stelle einfach wieder ein Revit-Modell. IFC, wie gesagt, ist in Arbeit. Also es ist auch geplant, dass aus IFC-Modellen Data Exchanges erstellt werden können. Und definiere jetzt hier meinen Data Exchange, habe bestimmt, in welchen Ordner er abgelegt werden soll. Wir hatten darauf Zugriff und kann mir diesen dann auch entsprechend in der Construction Cloud anschauen. Das ist übrigens ein SVF. Format. Das ist ein Format, das ist in der ACC anzeigbar. Das kann ich nicht herunterladen, damit habe ich außerhalb von der Construction Cloud im Prinzip auch nichts angefangen. Also mit dem File-Format kann ich einfach nichts machen. Der Data Exchange, den ich hier erstelle, beinhaltet auch alle Eigenschaften vom eigentlichen Revit-Modell. Beziehungsweise ist auch in Planung, dass definiert werden kann, dass vielleicht mal ein Subset von Eigenschaften mit ausgelesen werden sollen und nicht alle, die im Revit-Modell enthalten sind. Wenn ich das Ganze mit Power BI verbinde, habe ich auch da wieder die Möglichkeit, eben über den Power BI Connector zu arbeiten und dann einfach auf den Data Exchange und all die Parameter und Eigenschaften, die da drin liegen, zuzugreifen. Das heißt, ich nutze jetzt ganz ein einfaches Tabellen-Visual im Power BI und ziehe mir den Namen und die Eigenschaften rein. Und kann das dann eben mich entsprechend wieder anzeigen lassen. Ich habe also im ersten Schritt die Namen, habe sie gruppiert noch nach der Familie und lasse mir dann noch die Anzahl der Elemente ausgeben oder das Volumen der Elemente ausgeben. Ich kann mir also hier meine eigenen Listen basteln. Könnte auch interessant sein, wenn man sagt, hey, ich möchte sehen, ob alle Informationen, alle Eigenschaften von Objekten auch ausgefüllt wurden, gerade wenn es um Parameter geht wie Brandschutzklasse und so weiter. Und wenn das Feld leer ist, dann soll halt Power BI nicht den Wert ausgeben, sondern die Tabelle rot anfüllen. Wir haben auch ein eigenes Power BI Visual erstellt, das es ermöglicht, den Viewer zu nutzen. Das heißt, das ist ein spezielles Viewer Visual, das Autodesk erstellt hat, entwickelt hat für Power BI. Und dieses Visual zeigt jetzt nicht nur das Modell selbst, sondern das ist auch noch ziemlich intelligent, weil ich kann damit highlighten und filtern. Das heißt, ich kann jetzt im Modell ein Element auswählen und wenn das Element irgendwo in der Tabelle drinsteckt, dann wird mir das entsprechend in der Tabelle auch selektiert. Oder ich wähle ein Element aus der Tabelle aus und das Modell wird entsprechend dann, das Element wird im Modell dann entsprechend vorgezeigt. Ich habe verschiedene Möglichkeiten mit Highlight und Filter eben auf mein Modell zuzugreifen und hier jetzt mal alle Elemente einmal eins, das sind die runden Stützen, die sollen entsprechend selektiert werden. Also ich habe wirklich diesen intelligenten Viewer in meinem Power BI mit drinnen, um meine Daten zu visualisieren. Was auch geht mit dieser Integration, ist eine Einfärbung. Also das ist eine Funktion, die kommt aus dem Power BI. Funktioniert aber mit diesem Viewer Visual, das wir haben. Das heißt, hier kann ich ganz einfach sagen, das Modell soll jetzt farblich kodiert werden nach, und ich glaube, ich habe hier den Elementnamen ausgewählt. Ich könnte auch sagen, farblich kodiert werden nach der Tragfunktion. So ähnlich wie wir es vorher schon direkt gesehen haben, mein Model Coordination von Marcel. Ne? Hier an der Stelle mache ich also nach dem Elementnamen und hätte dann eben auch die Möglichkeit, auszuwählen, welche Farben oder in welchen Farben mir das Ganze dargestellt werden soll. Und nochmal Power BI, so ähnlich wie wir es vorher bei der Datenverbindung schon gesehen haben. Wenn ich das publiziere hier, ne, kann ich mir dieses Power BI Visual, also dieses Dashboard auch wieder in der Construction Cloud anzeigen lassen, zum Beispiel in meinem Project Home oder im Insight. Das heißt, da habe ich dann auch wieder Zugriff in dem Fall auf die Daten eines Revit-Modells visualisiert über Power BI. Also das ist der Unterschied zwischen der Datenverbindung, die wir davor hatten, Richtung Power BI, wo ich ja die Parameter, die Eigenschaften, alles, was wir eingetragen haben, in ACC ausgewertet habe. Hier mache ich jetzt eine Auswertung von Modelldaten, von
Revit-Modelldaten, von Civil, von IFC-Modelldaten oder von Inventor-Modelldaten in Power BI und kann so auf diese Informationen zugreifen. Das Data Exchange stellt sicher, dass die Daten in den Modellen verfügbar sind, zugriffbar sind, dass sie verwendbar sind, das heißt, dass man was machen kann damit, und wir stellen damit auch eine Verbindung her zwischen den Daten im Modell, der Visualisierung und der Construction Cloud. Das alles natürlich, um mehr Daten zu nutzen. Ich habe eingangs gezeigt, 95% der Daten bleiben ungenutzt. Mehr Daten nutzen hilft uns natürlich auch dabei, zukünftige Projekte besser zu gestalten. Genau, das war's von meiner Seite. Vielen Dank. Nicht schlecht, Steffi. Da passiert ja einiges, muss ich sagen. Und ich hoffe, dass die Kollegen von Zech jetzt trotzdem noch schnell ihren Vortrag machen, bevor sie sich da ranmachen und hier sozusagen gleich die Sachen, die du angesprochen hast, gleich umsetzen. Von daher würde ich jetzt überleiten auf unseren Praxisbericht beziehungsweise die Einblicke aus der Praxis von Planung bis Umsetzung. Ja. Wunderbar, super. Also es war echt beeindruckend, was man da jetzt wieder gesehen hat, und macht tatsächlich Lust auf mehr. Aber dennoch möchten wir mal so ein bisschen Einblick geben, wie wir bei Zech mit der ACC aktuell arbeiten. Und genau an der Stelle möchte ich mich mal kurz vorstellen. Mein Name ist Robert Beck. Ich bin seit 1,5 Jahren jetzt bei Zech in der Sparte Integrale Planung als Senior Projektleiter tätig. Und eine meiner Aufgaben ist die Begleitung bei der Einführung von Revit und natürlich damit einhergehend die 3D-objektorientierte Arbeitsweise. Und zudem leite ich die Fachgruppe BIM bei den Ebert-Ingenieuren. Und davor war ich bei einem großen in München ansässigen Softwareunternehmen tätig und leitete dort zuletzt die Abteilung Training und Consulting. Genau. Was Sie hier sehen, ist so der Markenchart der Zech-Gruppe. Also die Zech-Gruppe SE ist die in Bremen ansässige Muttergesellschaft, eine Unternehmensgruppe, die in den Bereichen Bau, Immobilien sowie Hotelentwicklung und Betrieb tätig ist. Gegründet wurde unser Unternehmen 1909 und unser Headquarter ist in Bremen und die Mitarbeiterzahl ist aktuell bei ca. 12.000. Die Zech Building ist in Sparten unterteilt, so die Sparte Bau, die Sparte Technik, dann gibt es die integrale Planung, den Systembau, Ingenieurbau, Umwelt und die Consulting-Sparte. Und ich bin aktuell in der integralen Planung in der Sparte integrale Planung sind unsere Planungsbüros und unsere Architekten und Ingenieure bedienen die Architektur, das Tragwerk, Fassade und TGA. Und darüber hinaus verfügen unsere Planer auch über BIM-Spezialisten an jedem Büro. Und was uns auch wichtig ist, dass wir halt stets den Blick auf den gesamten Gebäudezyklus, also auch den Lebenszyklus, auch nicht außer Acht lassen. Genau. Und im heutigen Beispiel möchte ich das TGA-Büro, die TGA-Planer Ebert näher bringen. Und zwar hat man sich bei Ebert entschieden, eine neue CAD-Software einzuführen. Das ist auch, was ich das letzte Jahr begleitet habe. Wir haben uns entschieden, künftig mit Revit zu arbeiten und nutzen dafür auch den Content von der Auxalia, die Revit Project Box, weil uns die halt auch die Möglichkeit bietet, über die Schnittstellen Solarcomputer anzubinden für HLS-Berechnungen und für Elektroberechnungen nutzen wir derzeit Kaneko BIM. Für IDAT hatten wir jetzt leider noch keinen Anwendungsfall und nachdem bei uns auch REB i2 gesetzt ist, werden wir uns auch demnächst mit der Übergabe VOB-gerechter Mengen beschäftigen. Genau, wichtig ist uns dabei, also nachdem Ebert auch an drei Standorten
verteilt ist, nämlich in Leipzig, Nürnberg und in München, ist es für uns wichtig, dass wir standortübergreifend zusammenarbeiten können. Und da verwenden wir die Autodesk Construction Cloud. Und da muss ich sagen, dass es halt wirklich hervorragend funktioniert. Da bin ich wirklich, wirklich beeindruckt. Und alle Modelle bei Ebert liegen tatsächlich in der Construction Cloud. Genau, es ist aber auch so, dass ja die Spezialisten oder Fachkräfte ja auch nicht einfach so da sind oder vom Himmel fallen, sondern die müssen wir natürlich auch mit entsprechendem Wissen ertüchtigen. Und da war es uns ganz wichtig, dass wir gemeinsam mit der Auxalia hier einen Schulungsplan aufsetzen. Also wir hatten dann wirklich eine Schulungsoffensive gegründet, 2023 bereits, was sich jetzt immer noch dem Jahr fortsetzt. Wir sind auch noch gar nicht ganz fertig. Wichtig war für uns immer, dass wir als Grundlage immer mit BIM-Basiswissen, BIM-Grundwissen anfangen, damit wir wirklich immer vom Gleichen sprechen, wenn wir vom Thema BIM reden. Wir haben dann auch für unsere Projektleiter oder auch Niederlassungsleiter sogar Revit Verstehen Kurse angeboten, damit auch die wissen, was da passiert, wie man mit Revit arbeitet oder wie man Revit verstehen kann. Haben dann unsere Konstrukteure und Fachplaner dann mit Revit Basic Kursen ertüchtigt. Und Alex, ich bin noch nicht ganz fertig, vielleicht kannst du noch mal eine Folie zurückgehen, bitte. Genau, und haben dann natürlich weitergemacht mit den Advanced Trainings in Elektrobereich und HLS-Bereich und natürlich dann auch die Berechnungsprogramme geschult, wie Solarcomputer, Kaneko BIM. Wichtig ist für unsere BIM-Koordinatoren, dass wir hier also uns mit dem Cloud-Sharing auch beschäftigen und da auch Ausbildung auch machen, und zwar im Autodesk Docs, im BIM Collaborate und auch BIM Collaborate Pro. Genau, und insgesamt hatten wir bisher 56 Seminare durchgeführt und hatten 307 Teilnehmende. Genau. Könnt ihr bitte den nächsten? Ja, danke schön. Hier nochmal das BIM Grundwissen Seminar. Da ist es uns tatsächlich wichtig, dass es jeder Mitarbeitende bei uns macht. Wir haben den großen Vorteil, dass wir mit Weiß und Freitag einen gelisteten Weiterbildungsanbieter bei der Building Smart haben, wo wir hausintern natürlich diese Kurse machen können. Und ja, wie gesagt, es ist uns wichtig, dass wir alle das gleiche Verständnis vom Thema BIM haben. Dann hier zwei Beispiele. Also wir haben uns natürlich auch Anwendungsfälle geschaffen und uns bietet die Construction Cloud tatsächlich neue Anwendungsfälle, wie zum Beispiel auf der linken Seite, wie wir für die Deutsche Bahn auf einem Bahnhof eine PV-Anlage geplant haben. Und hier auf der rechten Seite sieht man ein Modell, wo wir dann auch mit Punktewolken, also wo wir Bestand mit Punktewolken ins Modell integrieren. Und hier war es interessant, dass der Auftraggeber oder der Bauherr auch Einblick haben wollte in das Modell, also am lebenden Modell quasi mitwirken kann und kommunizieren kann mit uns. Und da hatten wir den Auftraggeber dann tatsächlich auch schulen lassen mit Docs und haben den über Docs eben mit eingebunden. Und ja, wie gesagt, das eröffnet uns ganz neue Möglichkeiten. Und ein weiteres Beispiel ist, hier in der integralen Planung auch ein Anwendungsfall, wie wir gemeinsam mit den Ebert-Ingenieuren im TGA, mit KIC-Architekten für die Architektur und mit der Projektkoordination hier von ZECH, als auch mit dem Bauherrn gemeinsam über die Construction Cloud, über das Modell kommunizieren und uns hier eben austauschen. Und letztendlich, wie es zu der Entscheidung kam, dass wir die ACC als CDE bei ZECH einführen, wird uns jetzt der Kollege Philipp Hoppe näher bringen. Bitte schön. Ja, danke, Robert. Genau, danke, Robert. Gerne. Und zwar, kurz zu mir, ich bin der Hoppe. Ich bin jetzt auch seit 2023 bei der ZECH. Habe vorher als Bau- und Projektleiter gearbeitet und ja, habe mitgewirkt, dass wir hier auch die Autodesk Construction Cloud bei uns in der Sparte Bau implementieren. Genau, und das hat dann alles erfolgt mit einer sogenannten Bedarfsanalyse. Und diese Bedarfsanalyse war halt auch
ja, ein bisschen abhängig davon, was in den letzten Jahren so bei Zelch passiert ist. Mit dem Zukauf der Zelch Hochbau, ehemals BAM Deutschland, als auch der Weiß und Freitag, wurde das Thema halt immer interessanter für uns und wir haben halt gesagt, okay, gut, die Zelch Sparte Bau muss jetzt halt auch sich mit der Autodesk Construction Cloud beschäftigen und diese auch implementieren. Es war schnell der Aufruf nach einer leistungsstarken Plattform oder einem leistungsstarken Bauprojektmanagementsystem, was eine Quelle der Wahrheit hat, ohne viele Schnittstellen. Das waren so ein bisschen die Bedarfe, die da festgelegt worden sind. Und ja, natürlich war es halt auch wichtig, ich sag mal, ein bisschen aufzuräumen, einen Schrank auszumisten, alte Anbieter, die wir schon hatten als Bauprojektplattform, halt mal rauszuschmeißen und zu ersetzen, weil wir halt einen performanten Anbieter gesucht haben, der halt auch BIM-fähige Projektplattformen anbietet. Und ja, die zukünftige Nutzung von Modellen und die jetzige Nutzung von Modellen halt auch ja, engagieren kann. Das Stakeholder-Engagement hat halt auch so ein bisschen stattgefunden. Also die zentrale Technik Süd, die so ein bisschen von der Zelch Hochbau kommt und die Nord, die jetzt hier in der Zelch Bau Holding ist. Es hat eine kleine Zusammenarbeit, dass wir halt im Norden und Süden auch ja, immer auf dem gleichen Wissensstand sind und halt die Informationen in ganz Deutschland halt verbreiten. Wichtig hierbei war halt auch die Zusammenarbeit mit den operativen Einheiten und den jeweiligen Stakeholdern im Unternehmen. Wichtig dabei war uns halt auch das Wissen und die Anforderungen an die Projektplattform zu evaluieren, um dann dementsprechend halt mit den Stakeholdern zusammen halt die Implementierung für die Autodesk Construction Cloud durchzusetzen mit den Modulen Docs und Build. Genau, Dankeschön. Die wichtigste Zielsetzung war, dass wir halt von der BIM 360-Plattform umsteigen auf die Autodesk Construction Cloud mit dem Hintergrund dessen, dass Autodesk selber halt BIM 360 nicht mehr unterstützt, also es gibt keine weiteren Updates. Es sollte eine einheitliche Nutzung für alle Ressourcen und allen Wissen im Unternehmen geben. Zudem sollte es so, wie schon erwähnt, schnittstellenfrei wie möglich spartenübergreifende Zusammenarbeit halt hervorrufen, damit wir halt einen Datenbruch vermeiden. Zudem wollten wir es halt auch wie bei dem, Zudem sollte es nochmal auch für interne Argen genutzt werden, so wie man eben gerade von Herrn Beck gehört hat bei dem Projekt H17, wo es halt auch eine Kombination ist zwischen KIC-Architekten und der Planungskoordination seitens der Zelch Sparte Bau. Und ja, dass man halt auch die Projekte halt in frühen Leistungsphasen, also Leistungsphase 1 bis 8 oder Leistungsphase 0, halt schon zusammenarbeitet und man halt schon von Anfang an eine Single Source of Truth hat, damit es halt dafür sorgt, dass jeder das Gleiche weiß und die Daten auch immer einheitlich und gleich bleiben. Genau. Und das kollaborative spartenübergreifende Zusammenarbeiten war halt ein sehr wichtiger Punkt. Genau, hier haben wir nochmal so eine kleine Stakeholder-Analyse, wo wir uns so ein bisschen die einzelnen Rollen im Unternehmen angeguckt haben und auch ein bisschen sortiert haben, was dann auch später wichtiger war für die einzelnen Integrationen in das bestehende System und natürlich auch die Rollen in ACC. Das sind sie, unsere Oberkategorien, erstmal so aufgeführt, inklusive den Unterkategorien. Also wir haben, glaube ich, 280 hinterlegte Rollen und 14 feste Rollen oder Oberrollen, was uns dann halt ein bisschen die Gestaltung unserer Ordnerstruktur ein bisschen leichter macht. Wichtig hierfür ist halt auch, dass wir ein ordentliches Rollen- und Rechtekonzept haben. Sieht man nämlich hier, also da ist ein bisschen die Ordnerstruktur bei uns dargestellt und dann oben die Berechtigungsgrade, die man halt von Autodesk Construction Cloud Docs kennt, und da haben wir halt jeden Stakeholder rausgenommen und halt gesagt, okay, wer hat wie Zugriff, und das sollte halt auch die Möglichkeit bringen, halt mit Nachunternehmern als auch Auftraggebern halt auf einer Plattform zu arbeiten und nicht nur als interne Ablage. Und ja, diese Ordnerstruktur soll auch bei jedem Projekt gleich bleiben. Das heißt, wir servieren den Projekten quasi die Ordnerstruktur so mit dem Berechtigungsgrad. Da muss man nicht mehr viel einstellen. Kann man nochmal Feinheiten je projektspezifischer man das haben will, halt umstellen. Und ja, das macht am Ende des Tages halt auch die Schnittstellen ein bisschen einfacher. Was uns zum nächsten Thema Datenmigration bringt.
Genau. Also wir haben hier als ersten Schritt im Hintergrund ablaufend zum Beispiel mal Checklisten von der BIM 360-Plattform in ACC integriert. War mit dem Workaround dann auch irgendwie möglich. War eine ganz nette Sache, weil wir halt ziemlich viele Checklisten auch schon in der Ausführungsphase genutzt hatten, beziehungsweise auch Planer-Checklisten hatten, die wir da mal gerne übertragen wollten, ohne es jetzt händisch von BIM 360 zu ACC zu übertragen. Genauso das Gleiche mit den Arbeitssicherheitschecklisten, die sowieso schon geführt worden sind, wo die Auswertungen dann später in eine Power BI-Auswertung reingegangen sind, war uns das halt wichtig, dass es da relativ einfach funktioniert. Und auch interessantes Thema natürlich das Besprechungsprotokoll, gerade auch für die ausführenden Einheiten sehr wichtig. Da waren wir dann auch sehr froh, dass in diesem Jahr dann auch mal die Möglichkeit von ACC gegeben worden ist, das als Template zu hinterlegen. Also wir haben ja wirklich schon versucht, in frühen Anfängen direkt mit der Bibliothek zu arbeiten von ACC, weil es halt auch super einfach ist, da, ich sag mal, Templates zu erstellen und dann halt das Projekt schnell an den Mann oder die Frau zu bringen. Dann haben wir hier nochmal ein Besprechungsprotokoll von einem Projekt in Frankfurt, dass man da mal so ein bisschen den Einblick hat. Also hier sieht man halt auch die Kollaboration mit den KIC-Architekten. Hier wird miteinander gesprochen. Das ist ein Planer-Jofix. Das ist jetzt das 33. Protokoll, sieht man. Und da wird halt wirklich jede Besprechung in der Autodesk Construction Cloud im Modul Build abgehalten. Ja, und das ist halt super angenehm. Man kann alles mit diesem Protokoll verknüpfen, alle Aufgaben, Pläne, Dokumente, alles. Jeder weiß das. Man kann es exportieren und den Leuten per Mail zukommen lassen. Und ja, das sorgt halt alles für eine ganz nette Standardisierung. Um zum nächsten Thema zu kommen, nämlich der Projektvorlage, wie ich schon eingehend meinte, sind wir hier gerade im Projektvorlageordner für die Zechsparte Bau. Oben ist das eine Projektvorlage. Und da haben wir auch schon verschiedene Aufgabentypen hinterlegt, einfach um es, wie gesagt, den Projekten einfacher zu machen. Weil bei der Autodesk Construction Cloud kann man halt alles machen, aber man kann auch alles machen, wo man sich dann halt ziemlich schnell auch verrennen kann. Dementsprechend haben wir auf verschiedene Aufgabentypen angelegt. Genau, und auch verschiedene Überprüfungen, was man jetzt im nächsten Slide sehen sollte. Genau, also wir haben verschiedene Überprüfungsprozesse hinterlegt, was halt auch den Vorteil bringt, dann mit Nachunternehmern oder mit Nachunternehmerfachplanern zusammenzuarbeiten. Hier wurden dann zusammen verschiedene Prozesse etabliert und das war tatsächlich auch eine ganz nette Sache. Man konnte halt dementsprechend ja, viele Dinge schon mal voreinstellen. Und ja, das Zusammenarbeiten wurde gefördert. Und jetzt muss ich mal eben kurz hier gucken. Genau. Momentan sind wir auch dabei, also wir arbeiten auch nicht nur mit den Tools, sondern auch eher mehr nach Prozessen. Also wir bilden Prozesse ab und versuchen dann halt auch später die hier umzusetzen. Und momentan ist es unser Ziel, halt einen Prüfplan zu erstellen, beziehungsweise eine Haltepunkt-Checkliste für geplante Bewährungsabnahmen von einzelnen Betonteilen. Also da sind wir auch nochmal drauf und dran, das hier mit diesem Überprüfungstool irgendwie umzusetzen und das bestimmt irgendwann mal klappen. Kommen wir dann zum letzten Punkt, nämlich Schule, Schulungssupport und Verbesserung. Auch hier ist es so, man braucht einen Onboarding-Plan. Also man braucht irgendwie durch die Stakeholder-Analyse so ein bisschen den Weg, wo es hingehen soll. Wir haben damit angefangen, dass wir allgemeine Schulungen anbieten ab Dezember 24, wo dann jeder bei uns in der Gruppe halt dieser Schulung beiwohnen kann und sich das angucken kann, wo dann am Ende des Tages nochmal Fragen beantwortet werden. Man braucht auf jeden Fall ein Schulungskonzept, also zugeschnittene Schulung für einzelne Stakeholder, weil wäre natürlich jetzt unpraktisch, wenn ich den Polier auf der Baustelle erkläre, wie er den Datenabgleich oder den Vergleich von der Planungskoordination macht. Das wäre ja Quatsch. Dementsprechend ist es da halt wichtig, auch zugeschnittene Schulungen zu machen, um die Leute halt auch schneller onzuboarden und dann halt auch das Interesse bei den einzelnen Personen zu wecken. Monitoring und Feedback. Es gibt jedes Jahr eine Umfrage, wie die einzelnen Projekte zufrieden waren mit den Anbietern, die wir so haben. Es gibt Projektadministratoren auf jedem Projekt. Es gibt, wie gesagt, schon mal die Anbindung zu einer Power BI-Auswertung über unsere Arbeitssicherheitschecklisten. Technische Beratung und Betreuung erfolgt bei uns mit der Zech IT zusammen über ein Helpdesk, als auch mit Sprechstunden, die man über MS Bookings buchen kann bei uns. Support und Unterstützung. Wir haben, wie gesagt, schon ein paar Schulungen, die wir jetzt geplant haben. Ab nächsten Jahr geht es dann richtig los, wo wir in unserer Teamwerkstatt bei Zech dann wirklich spezifisch bezogene, Stakeholder-bezogene Schulungen anbieten. Und ja, ist halt auch immer wichtig,
diesen Erfahrungsaustausch zu haben. Dementsprechend haben wir noch ein eigenes Intranet bei uns, wo wir regelmäßig Artikel posten, wo es Neuerungen gibt in der Autodesk Construction Cloud, was sich verändert hat, was für Fehler aufgetreten sind, was man nicht tun sollte. Ja, und natürlich auch regelmäßige Regeltermine mit den einzelnen Projektadministratoren oder Power-Usern. Was uns zum letzten Punkt gibt, warum Herr Makaun und ich eigentlich hier administrativ sitzen. Es braucht bei so einer Größe von Projekten oder bei so einer Größe von Firma, also von der Zech, halt wirklich zwei Leute, die so ein bisschen den Standard oder mehrere Leute, die ein bisschen den Standard im Blick behalten, um halt auch die Zusammenarbeit mit den Projekten beziehungsweise die Zusammenarbeit mit den einzelnen Firmen halt auch im Überblick zu haben. Und diese Zusammenarbeit wird Ihnen jetzt nochmal Herr Makaun im Detail erklären. Vielen Dank. Danke, Philipp. Ja, wunderbar. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Mein Name ist Alexander Makaun von der Zentrale Technik in Stuttgart. Ich bin seit über einem Jahr hier als BIM Gesamtkoordinator tätig und meine Aufgaben auch in der Account-Administration vom ACC beziehen sich eher um unsere Geschäftsprozessen auf der Autodesk Construction Cloud sowie interne Projektunterstützung auf der ACC für unsere operativen Einheiten. Ja, mein allererster Kontakt mit BIM war während mein Architekturstudium vor über 10 Jahren. Da habe ich noch eine Revit-Schulung gemacht und seitdem ja, beschäftige ich mich mit den digitalen Tools rund um das Baubranche. Genau. Danach bin ich eher in Richtung BIM-Management und BIM-Gesamtkoordination. Und ja, deswegen bin ich auch so ein Freund vom Learning by Doing. Und ich werde auch heute noch ein paar ja, konkrete Beispiele zeigen. Wir hatten schon im Vorfeld viel gesehen, was alles geht. Und heute geht es eher um das Thema Mehrwert, also was für uns sich gelohnt hat. Und eigentlich auch noch, ja, welche konkrete Beispielaufgabe dann man nochmal machen kann. Dafür habe ich nochmal ein einfaches Beispiel. Angenommen bin ich hier aus meinem Projektraum eingeladen und dann kenne ich überhaupt keine Projektstruktur hier und ich möchte nochmal zählen, ob da Modelle gibt. Dann kann ich erstmal ins Projektraum einsteigen und dann sehe ich einfach, okay, da gibt es noch eine Suchfunktion, suche ich nach Dateitypen und da werde ich nochmal nach Revit-Dateien suchen. Dann kann man eher hier nach Personen, also Planer in dem Fall bin ich selber als Beispiel und dann suche ich und finde ich wiederum, dass zwei Modelle da schon liegen. Ich klicke einfach auf dem Modell, muss ich nicht runterladen. Dann bin ich sofort hier auf eine 3D-Ansicht und dann sehe ich auch wiederum, dass ja, Bauteile da entstehen. Es gibt zwei Versionen, die würde ich gerne auch vergleichen. Das klicke ich nochmal oben rechts, dann wähle ich noch meine Version und kann wiederum erkennen, okay, es gibt auch 3D-Ansichten und 2D, deswegen vergleiche ich 3D mit 3D. Und dann sehe ich meine Abweichungen. In dem Fall sieht unerheblich aus, habe ich noch ein Bauteil. Das kann ich mir auch übrigens herunterladen, indem ich nochmal auf diesen Pfeil nach unten klicke. Dann kriege ich nochmal einen Bericht als der Koordination, dann kann ich mir abspeichern und fertig. Ich kann noch außerdem diese Suchfunktion speichern, damit ich das meine Aufgabe noch vereinfacher habe. Da gibt es noch eine Verschlagwortung und nach dem Speichern kann ich eben diese gespeicherte Suche eben mit anderen Kollegen teilen. Unter Weiterleiten kann ich sagen, okay, ich möchte, dass jeder in diesem Projektraum eben genau diese Suchfilter für sich hat. Und so machen wir eigentlich bei unseren Projekträumen. Also wir arbeiten zusammen mit der Planungskoordination und BIM-Koordination. Wir werden da gewisse Filter vordefinieren, damit die Projektbeteiligten das für sich einfacher haben. Klar, Ordnerstruktur ist wichtig für das Rechte-Matrix und für Archivieren, aber im täglichen Doing ist vielleicht auch sinnvoll, wenn man eigentlich so sich um das Plattform noch bewegt. Genau. Wir haben auch noch der Dateiviewer gesehen vorhin. Hier ist nochmal eine ausführlichere Liste von allen Dateiformaten, die
bisher noch mal direkt mal per Einfachheitsklick öffnen kann. Es gibt noch 2D- und 3D-Dateiformate. Man sieht es nicht, es begrenzt sich nicht nur auf Autodesk-Produkten, sondern man sieht auch noch beispielsweise Office-Formate oder klar IFC oder sogar vom anderen Hersteller wie Katia. Und ja, es gibt auch andere Formate wie bei Recap. Da kann man, wie vorhin gezeigt, auch Buntwolken nochmal öffnen und manche Sachen kann man sogar bearbeiten. Anhand die Berechtigung, klar. Ja. Ich habe noch ein weiteres Beispiel, um das nochmal Thema Suchfunktion konkreter zu erläutern. Und das geht hier um das Thema Planmanagement. Also für gewöhnlich hat man nochmal diese Ordnerstruktur und da hat man noch eine Plankodierung. Und in dieser Plankodierung gibt es bestimmte Attribute, die haben wir auch vorhin ganz am Anfang gesehen. Und ich möchte jetzt nach einer gewissen Attribute suchen, nämlich hier den Status F. Und Status F ist ein ganz wichtiges Attribut für uns. Und deswegen kann ich nochmal dieses Attribut hinzufügen. Dann suche ich genau, okay, muss ich hier ein Parameter Status auswählen. Und danach sehe ich sofort, okay, es gibt F und V. Und dann klicke ich auf F und sehe ich auf allen Ordner, welche Pläne mit diesen Indexierung noch entsprechen. Genau. Und übereinstimmen. Genau, da sehe ich, es gibt drei Pläne. Ich klicke nochmal auf einen Plan. An der Stelle springe ich sofort auf dieses PDF an der Stelle und sehe ich, dass ja, das ist eine Beispieldatei und da gibt es nochmal ein PIN. Dieses PIN bedeutet, es gibt nochmal eine Mangeldokumentation. Das ist auch alles eine Demonstrationsumgebung natürlich und man kann gewisse Sachen da definieren und auch referenzieren. Und das Referenzieren ist eben unser dritter Mehrwert, dass wir eigentlich für jegliche Funktionen benutzen, weil man kann innerhalb von den unterschiedlichen Tools und Modulen verschiedene Sachen referenzieren. Das heißt, da spart man sich nochmal die Zeit, um zu gucken, ob diese Verknüpfung oder Anhang aktuell ist, sondern man hat immer diese Live-Referenzierung. Deswegen nochmal hier als Detail. Ich werde diese Aufgabe auf diese andere Oberfläche nochmal finden. Das war letztendlich ein PIN, der auf eine Aufgabe deutet. Und jetzt gehe ich nochmal auf diese Oberfläche und versuche genau die gleiche Aufgabe zu finden. Dann erstelle ich hier einen Filter. Ich suche nochmal nach die zugewiesene Person bzw. hier Rolle. Und da sehe ich, es gibt zwei Aufgaben. Eine von denen ist geöffnet oder offen und eine ist geschlossen. Und diese offene Aufgabe entspricht tatsächlich die gleiche Aufgabe, welche ich vorhin hatte. Deswegen, ich möchte auch diese Aufgabe nochmal den Plan zugreifen. Also es gibt eben bidirektional oder eigentlich multidirektional, je nachdem, wie viele Referenzen da eigentlich stehen. Dann springe ich sofort auf genau die gleiche Perspektive, wo ich vorhin war. Und das spart uns natürlich auch gedanklich und zeitlich viel Zeit. Also dann können wir nochmal, oder viel Aufwand, dann können wir nochmal natürlich mit dem gleichen Gedankengang verstehen, wo die Sachen herkommen und auch dieser Spruch von der einzelnen Quelle der Wahrheit in Realität nochmal auch erfahren. Genau. Es gibt auch noch andere Aspekte. Also einige davon haben wir ja schon gesehen heute, ausführlich geschrieben nochmal, oder ausführlich beschrieben vom, sag ich mal, von der komplette Umfang. Aber ich möchte nochmal euch heute noch ein paar einfachere Beispiele, dass wir nochmal heutzutage verwenden und dass wir eigentlich als Mehrwert auch identifiziert haben. Also ich habe natürlich das Dateiviewer, die Suchfunktion, wir haben auch das Referenzieren. Also die ersten drei haben wir nochmal gesehen. Es gibt aber auch noch andere Punkte, wie zum Beispiel das Mängelmanagement. Das Mängelmanagement, das ist auch natürlich letztendlich eine Aufgabe. Man kann das sich vorstellen, indem ich genau mein vorheriges Beispiel als Mängel definiere. Dann kann man auch Fotos referenzieren. Das alles kann man natürlich über ein mobiles Gerät das aufgenommen werden. Und bei Bedarf kann man auch sogar ein Formular mit einer Mangelanzeige auch referenzieren und dann hat man eine komplette Dokumentation dafür. Sicherheitsbegehungen ist analog, also kann man das sich nochmal vorstellen. Und anhand diesen Beispiele
die als Aufgaben hier im System hinterlegt sind, können wir auch automatische Berichte erstellen. Also, und das ist eigentlich nicht, was wir vorhin mit Data Extract gesehen haben, sondern das ist relativ einfach. Also hier kann ich im System definieren, eben, dass ich gewisse Aufgabentypen an der Stelle regelmäßig exportieren möchte, und ich kann noch eine Verteilerliste jetzt adressieren, und das kann anhand Rollen, Personen oder Firmen ausgewählt sein, und wir nutzen es beispielsweise jetzt für überfällige Aufgaben. Und dann sagen wir, okay, es gibt nochmal überfällige Aufgaben vom Nachunternehmen. Deswegen bekommen die Nachunternehmen einmal in der Woche diese PDF mit den Verknüpfungen auf den tatsächlichen Issues oder Aufgaben. Und das bekommen wir ebenso zur Nachvollziehung bei der Bauleitung beispielsweise. Und das funktioniert analog auch mit das Issue Management, weil das sind letztendlich auch auf ACC als Aufgaben definiert. Man kann natürlich das noch am Ende das mit einer Power BI verknüpfen, und da hat man einen Gesamtüberblick. Es gibt aber auch die Gelegenheit, das über Insight zu machen. Wir nutzen das aktuell nicht über Insight, aber Power BI Berichte haben wir ausreichend, insbesondere für das Thema SiegeCore. Also genau. Wir haben auch noch das Thema Bridge bei uns im Haus ausprobiert. Da hatten wir Projekte, wo wir in ganz interessante Konstellationen waren mit AG-Projekte oder Ähnlichem. Und ja, in der Zeitpunkt, dass wir das probiert haben, war alles relativ neu. Mittlerweile hat sich schon das nochmal ein bisschen weiterentwickelt. Aber ja, es lohnt sich nochmal einen Blick drauf zu werfen. Genau, das ACC Connect haben wir auch von der Kollegin noch vorhin ausführlich gesehen. Wir haben das tatsächlich jetzt nochmal besorgt, und der Philipp und ich sind wir dabei, noch unterschiedliche Schnittstellen mit diesen sogenannten Rezepte. Die sind eben so No-Code-Rezepte und die unterschiedlichen Systeme zu verbinden. Das haben wir nochmal alles ausprobiert. Und wir sind dabei, nochmal diese nach Anwendungsfällen zu formulieren. Das ist auch ein sehr mächtiges Tool. Wenn man nochmal mit ACC arbeiten möchte, dann kann man beispielsweise jetzt nochmal Sachen wie SharePoint für die interne Ablage, oder man kann auch noch andere Systeme eben verbinden. Und das läuft über ACC Connect. Genau. Und dann habe ich nochmal zum Schluss hier einen Punkt, den nenne ich gern BIM Screenshots. Das Tool oder die Funktion haben wir eben vorhin gesehen. Das ist nicht anders als diese zusammengeführte Ansichten über das Model Coordination. Warum nenne ich das BIM Screenshot? Weil es ist eigentlich keine Datei in sich ist, sondern das ist nur im System eine gefilterte Art und Weise vom, sag ich mal, 3D-Bauteile. Das heißt, in der BIM-Koordination oder in jeglichen Anwendungen kann man eigentlich verschiedene Bauteile von unterschiedlichen Modellen abrufen, diese nochmal filtern und als gefrorenen Screenshot, deswegen so gefrorenen Ansicht, nochmal speichern und das wiederum an allen anderen Beteiligten innerhalb des Docs nochmal zur Verfügung stellen. Und das kann man nochmal mit mehreren Screenshots oder mit mehreren 3D-Ansichten gewissen Szenarien nochmal abbilden, indem man sie natürlich konkret über gewisse Themen nochmal angeht. Und deswegen ist für mich eben so ein BIM-Screenshot, also es ist kein Modell in sich und auch keine Datei. Genau, das ist auch für uns ein Mehrwert. Und klar, wir haben nochmal ganz viele andere, aber für heute denke ich, wir haben nicht mal Mittag und wir haben jetzt ausreichend Informationen über ACC gehört. Ich denke, wir sind alle froh und haben viel Input auch bekommen. Und ja, ich werde an der Stelle nochmal an Robert für unser Roundtable übergeben. Perfekt. Alexander, herzlichen Dank. Danke euch für den tollen Einblick. Dann würde ich sagen,
Gehen wir dann auch schon langsam über in unseren Roundtable. Ganz kurz auch nochmal zu dem Thema, was ihr ja auch schon eingangs jeweils gesprochen habt. Ich denke, Seminare an der Stelle sind gar nicht so verkehrt, wenn man die einsetzt, wenn man im Großen und Ganzen einfach auch mal sozusagen nicht nur Learning by Doing, sondern vielleicht an einem ganz anderen Level sozusagen einsteigt. Und deshalb an der Stelle, wir bieten natürlich dann diese Seminare auch an zum Thema Docs Collaborate oder Collaborate Pro, sowie natürlich auch zum Thema Autodesk Build. Hat uns ja der Robert Beck vorher auch schon mal ganz kurz erwähnt. Perfekt. Vielen, vielen Dank in die Runde für die tollen Vorträge. Danke nochmal auch an Zech, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich weiß, ihr habt einiges zu tun und von daher vielen Dank nochmal auch für die Vorbereitung und eben auch für die jetzige Präsentation. Danke auch an Claudia, Steffi und Marcel. War ein super Einblick live und auch ein bisschen theoretisch, was aber cool ist, ja, was da für einiges kommt. Ich glaube, da kann man sich gedanklich sehr gut was vorstellen, wie das in Zukunft aussieht dann in der Construction Cloud und was da noch auf uns zukommt. Ja, und an natürlich nochmal vielen Dank an Sie alle, die sich die Zeit genommen haben, bei uns hier teilzunehmen. Und es würde mich freuen, Sie in unserem nächsten Webinar wieder begrüßen zu dürfen. Mit Sicherheit dann zu einem anderen Thema und wünsche Ihnen jetzt noch dann baldigst Mahlzeit und noch einen schönen Resttag. Vielen Dank. Okay. Dankeschön. Guten Tag noch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.